Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir spielen eine Runde The Same Game. Steph wird es gleich erklären. Oh ja. Und wir werden es dann spielen. Ich bin sehr gespannt, wie viel diskutiert werden wird. Ja, es wird viel diskutiert werden, das kann ich mal sagen. Ich habe das schon ganz oft erklärt und es klingt mir nie richtig gut. Deswegen Witz, wenn du überspringst, ist immer schwierig. Ja, genau. Ja. Das ist schwierig. Ich versuche es anders inzwischen, wo wir jetzt mehr Erfolg gehabt haben. Nee, okay? Probier's. Ihr zieht eine Nummer und die steht hier für einen von diesen Begriffen oder von dieser Zusammenhang. Okay? Nehmen wir an, okay. Nehmen wir an, du hast die Länge gezogen, Marcel. Ja. Dann gebe ich dir eine Karte. Jawohl. Und da steht zum Beispiel Braces, also Zahnspange. Mhm. Und jetzt schreibst du da etwas auf, was die gleiche Länge hat wie die Zahnspange, aber in allen anderen Kategorien davon unterschiedlich ist. Du meinst, nachher raten wir sozusagen, was dein Begriff war. Frage? Ja. Du meinst mit Länge nicht Anzahl der Buchstaben, du meinst Länge des Gegenstandes. Ja, Länge des Gegenstandes. Genau. Also, was ist so lang wie eine Zahnspange, aber wird nicht so häufig verwendet, hat nicht das gleiche Gewicht, ist nicht so komplex wie die Zahnspange und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja. Und das ist leider erstmal, ja. Und das will ich einfach nur als Regel geben, ja. Und mehr machen wir nicht erstmal. Okay? Okay, verstehe. Hast du gemerkt, damit habe ich den meisten Erfolg gehabt, so, ja. So zu erklären, weil es sonst echt schwierig, anders... ja, aber so war doch logisch. Also ja, so nachher kommt noch irgendein Kniff dazu, der ist dann... Nein, nö, das ist schon ein guter Kniff. Nein, das ist es. Der Rest ist halt nur Punktewerte und so, das brauche ich ja nicht erklären, weil das seht ihr dann im Spiel. Wir machen das parallel. Kooperativ. Ja. Ihr kriegt all diesen Begriff erstmal. Zudem müsst ihr es sozusagen matchen und ihr zieht eine Nummer hier raus. Und die Nummer könnt ihr euch einfach so vorstellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Okay. Werde ich danach so hinlegen. Ich habe das gezogen, okay. Jetzt zieht eine Nummer und dann schreibt ihr hier die Nummer auf. Die kommt auch wieder rein, das heißt, wir können auch die gleiche Nummer haben. Ja, genau. Es kann sein, dass wir die gleiche haben. Ach, Ben? Schön, damit wir nichts ausschließen können. Mhm. Ben? Weil wir diskutieren müssen dann sicherlich die anderen. Genau. Okay. Du musst dann halt still sein, wenn du dran bist. Das ergibt dann Sinn. Sonst könnte man sagen, ja, ich habe ja die, also die kann es nicht sein, glaub mir. Nee. Genau. Genau. Mhm. Und es ist tatsächlich auch wichtig zu ziehen, weil wenn du sagst, ach, schreiben wir alle zufällig eine drauf, schreib keine 1 oder eine 9 drauf. Mhm. Eine 8. So. Für die Zahlen von 1 bis 8. Ja. So, jetzt nehmen wir uns das. Mhm. Ich muss nachgucken, was das ist. Ich glaube, das muss das sein. Das verwischt. So, was hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja? 7, 8. 7, 8, ja. 7, 8. Okay. Die sind aber unterschiedlich schwer, ne? Ja. Okay. Gut. Nachdem wir diese alle haben. Mit den Farben hat es keine Bewandtnis, ja? Hast du doch gesagt, oder was? Was? Nein. Okay, jetzt? Nee, ich muss... Moment, du hast doch keine Werte aufgeschrieben. Und ach so, wir machen alle gleichzeitig, schreiben uns das Objekt auf. Wir lassen uns einfallen und schreiben das Objekt auf. Boah. Ja, das ist schwierig. Man gibt einfach dein Bestes. Es muss nicht perfekt sein. Ich verstehe meine Augen gar nicht. Also ich habe verstanden, wie das Spiel funktioniert. Ich verstehe jetzt bloß meine spezifische. Ein Wort. Ja. Ein Gegenstand. Ein Gegenstand. Ja. Also ein Objekt irgendwie. Substantiv. Okay. Nicht sowas wie eine schwere Nuss oder sowas. Das nicht. Ja. Also kein Adjektiv noch dazu oder so. Und auch keine Adjektive alleine oder so. Oder? Ja, genau. Es muss ein Begriff sein. Ein Gegenstand. Ein Gegenstand. Das ist ja wichtig. Ja. Bei sowas wie, keine Ahnung. Genau. Es muss ein Gegenstand. Wäre ja auch ein Substantiv. Nein, darf man nicht. Genau. Ein Gegenstand. Okay. Das ist nicht so einfach. Darf ich einmal die Regeln? Ne? Das ist super schwer. Ja. Was waren die Vorgaben für den Begriff, den es geben darf? Ist das irgendwie definiert? Was meinst du? Den Begriff habe ich gerade gesagt. Okay, kein Adjektiv oder irgendwie sowas? Ein Gegenstand. Ja, also, es darf nicht sowas sein wie Liebe oder sowas. Ja, aber wenn da steht irgendwie... Gegenstand zum Anfassen. Ja, aber wenn da steht irgendwie, keine Ahnung, Fährschiff, darf ich dann Dampfschiff schreiben. Nee, also das ist für mich... Nee, das würde ich nicht machen. Da bin ich auch dran, da habe ich auch überlegt, ich hätte einen Begriff, der... aber der ist genau das gleiche ist, nein. Also Synonym aufschreiben. Wobei das in dem Jahr aber gar nicht so wichtig Begriff, ist. Ein Begriff, der oder? Genau dem Begriff irgendwie ansatzweise entspricht. Oder ja, aber das Ding ist ja gar nicht so wichtig. Du musst dich ja immer noch darauf beziehen. Das gibt dir bloß... Ach, nicht, aber trotzdem, aber. Der Begriff ist ja unter Umständen... Also ich würde es auch weglassen, aber es ist ein Spiel, in dem das weniger ein Problem ist als in den meisten anderen Wortspielen. Nehmen wir mal an, du hattest den Begriff, die Frequenz, und der Begriff ist Fahrrad, dann finde ich es blöd, Pedale zu schreiben. Also ich fürchte, ich weiß aufgrund deiner Frage schon, welches du hast. Das geht ja nicht, das sind Alltagsgegenstände. Weil ich mir nämlich vorstellen kann, wo das Problem auftritt. Es sind Alltagsgegenstände. Ach so, wie? Ja, ich habe trotzdem eine Idee. Ja, Frequenz kannst du nicht. Nee, Frequenz, doch. Das könnte sein. Ja, aber du kannst nicht als Begriff Frequenz bekommen. Ach so, das meinst du nicht. Ja, von deinem Beispiel jetzt her. Ich kenne den Begriff nicht von deinem Beispiel. Machst du denn Pedale oder Sattel? Weißt du? Um darauf zu deuten, das ist Fahrrad. Ach, jetzt habe ich das Falsche aufgeschrieben. Verstehst du, was ich meine? Also die Häufigkeit ist ja dann 1:1 fast. Ich weiß nicht, ob das zu sehr streckt, das müsst ihr mir dann sagen. Ich glaube nicht, aber... Okay. Wir spielen auf jeden Fall The Plot Fickens. Das müssen wir auch noch spielen. Okay. Weil wenn, dann müssen wir das mit dir spielen. Okay. Weil es Krimi ist, gell? Aber das sind ja alle drin. Nee, ist kein Krimi, ist ein Kreativspiel, wo wir zusammen eine Geschichte machen. Hast du hier schon Bens gehighlightetes Krimi gespielt? Gehighlightet? Nein, aber das hat er extra geholt, dass wir es spielen können. Ich muss übrigens sagen, dass... Extra geholt? Ich dachte, das war... Das ist wie mir die Firma das gegeben hat, also auf der Messe, das wird ein Suchexemplar, der hat nämlich mir nicht irgendwie eins oder alle drei davon gegeben, sondern der hat einfach eine Mischung aus den Karten, aus den verschiedenen Sets in eins reingetan. Okay. Das ist dann natürlich kein vollständiges Spiel, aber es ist genau so, dass ich mir jedes Element angucken kann als Rezension. Bist du fertig? Nein, nicht. Nee. Tut mir leid. Ist aber fertig. Ich bin fertig. Okay. Mit den Nerven, mit allem. Mit der Welt. Karl, du hast ja eine von diesen Nummern gezogen. Mhm. Wenn wir dann spielen, machen wir all die Augen zu. Du drehst das um, was du hast. Ja. Legst dann die ganzen drüber. Ja, damit ich nicht mehr... Und dann bist du still. Und wir diskutieren noch und sagen, hey, das ist auf gar keinen Fall. Ah, haben wir recht gehabt. Mhm. Und dann, das auch nicht. Ah, haben wir recht gehabt, das auch nicht. Oh, das muss so gewesen sein, gell? Ja. Und dann sagen wir, oh, das war's ja doch und so weiter. Okay? Und das ist nochmal dazu da, dass... Das Punkte, ist so, damit ich gar nicht reden muss. Ach, damit man sieht, wie viele man gebraucht hat. Genau. Okay, und du redest gar nichts in der Zwischenzeit. Was man auch hätte lösen können durch, nee, war's nicht, wird umgedreht, ihr redet weiter, nee, war's nicht. Was ja auch eine Möglichkeit wäre vom Design her. Nee, aber dieser Moment, dass... Es geht einfach darum, dass dieser Moment generiert wird, ne? Okay. Ich verstehe. Du könntest es auch einfach hier aufschreiben oder dir merken. Genau, die Zahl steht ja hier und wie oft man es falsch redet. Aber es ist ein Unterschied zwischen, ist es das, ja oder nein, es ist als dieser Moment. Alle an diesen Aha-Effekt, ja, ich verstehe. Okay. Das ist schon wieder aus. Noch nicht, das tut mir leid. Aber theoretisch können wir es auch machen. Also muss wir nicht fangen, sein, ihr beide fangt an für meinen Begriff und dann kann man es ja inzwischen weiter. Warum sind wir weiter weg bei 4 Personen? Liegen hier mehr Dinge oder so vielleicht auch? Oder okay, immer 8. Nee, es gibt auch 9, aber das ist, glaube ich, in der größten Schwierigkeit. Ja, genau. Okay. Gut, wer möchte denn anfangen? Karl fängt an. Ich fange an. Und also erstmal Begriff. Ja. Wasserpistole. Mhm. Strahl. Das ist schon grenzwertig, aber... So ein Strahl kann auch was Physisches sein, deswegen habe ich das genommen. Ich war mir nicht ganz 100% sicher. Ich hätte es nicht gemacht, aber jetzt hast du es ja gemacht. Also, jetzt... Ansonsten hätte ich hier... Weil du solltest einen Gegenstand aufschreiben. Ich finde, Strahl ist kein Gegenstand. Ist kein Gegenstand eigentlich. Ja. Also, ja, gut. Jetzt ist es halt so. Wir machen die Augen zu. Also, ich habe nachher andere Vorschläge gespannt, wenn es gelöst ist. Du musst das finden, ne? Ja. Du hast ja auch noch zu, ja. Hier müsst ihr Augen offen machen, wenn ihr mitraten wollt, ansonsten wisst ihr es einfach. Zu spät. Der Fett ist ja schlau und hat mitgedacht. Fertig. So. Er hat es halt einfach durch den... gehört, wie er geraschelt hat hier. Durch den Strahl hat er halt ganz viel rausgenommen, also wie Gewicht oder sowas. Ah, stimmt. Wobei, ja, wenn es Wasserstrahl ist oder... Du hast verstanden, du darfst nichts mehr sagen. Ja, 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 aber eine Regelfrage, dachte ich, war es noch. Nee, ist ja egal, das Wort steht ja drin, deswegen... genau, also Gewicht ist raus. Gewicht ist raus, ziehen wir. Ja. Wir loslegen hier. Gewicht ist raus. Die Häufigkeit wird eigentlich... Na, natürlich hat genau das genommen, oder? Eine Wasserpistole macht genauso häufig einen Strahl. Aber die Komplexität eines Strahls, also Wasserpistole... Nee, ist jetzt, du machst jetzt nicht die ganze Zeit schnell. Was hat mich auch schon mal? Einer macht so, ja, ganz klar und dann war es verkehrt. Also wir diskutieren erst und dann okay, macht einer hoch. Also das Aussehen ist völlig unterschiedlich. Genau, Aussehen ist unterschiedlich, oder? Bin ich auch dafür. Da sind wir uns. Und Länge ist okay, auch unterschiedlich. Ein Strahl ist viel länger als eine Wasserpistole. Wird da auf jeden Fall variabel und Wasserpistole ist so in dem Handbereich. Also machen wir das auch raus? Ja. Mhm. So, jetzt. Ja. Naja, weltweit. Häufigkeit ist halt auch unterschiedlich. Genau, weil... Es gibt halt viel mehr Wasserpistolen, die wirklich abgeschossen werden. Nee, ich hätte andersrum gesagt. Es gibt viel mehr Strahls. Wenn du Pipi machst, ja, hast du auch einen Strahl, das ist richtig, aber es ist keine Wasserpistole. Es gibt ganz, ganz viele... Oder im Strahl kotzen und so. Ja, ja. Wasserpistole ist immer Sonnenstrahlen. Also ja, gibt es nicht viel mehr als Wasserpistolen. Definitiv. Nimm mal raus, ja. Ja. Okay. Intended Use könnte sogar gleich sein. Aber Frequency of Use ist ja... Ist auch gleich. Komplexität würde ich immer noch sagen. Mit dem gleichen Argument ist das doch anders. Wie bitte? Die Frequency. Du benutzt doch viel seltener Wasserpistolen als so einen Strahl in irgendeiner Art und Weise. Ein Laserstrahl benutze ich ja... Viel, viel häufiger. Aber es kann schon sein in seiner Denke, dass er sich halt gedacht hat, also aus der Wasserpistole kommt der Strahl, also die bedingen sich gegenseitig. Könnte sein, nein, ich sage ja bloß, könnte sein, dass er so gedacht hat. Lass uns das mit den anderen Sachen machen. Also Important for Humanity. Da finde ich, eine Wasserpistole hat keine Bedeutung, aber ein Strahl ist für Feuerwehr oder sowas. Ich stimme zu. Nee, also eine Wasserpistole ist ja viel komplexer konstruiert. Importance for Humanity. Nee, ich bin gerade bei Importance for Humanity. Ja, zieh die. Ja. Zieh? Zieh? Ja. Zieh. Zack. Okay. Und die Komplexität finde ich immer noch unterschiedlich. Genau, soll unterschiedlich sein. Genau. Und linear. Ja, 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 ja. Also okay, ja, okay. Gut. Und jetzt müssen wir in Karls Kopf. Ja, der Begriff ist halt komisch. Weil Intended Use ist eine, also du kannst ja gar nicht vergleichen, weil es eine bedingt das andere, ja. Aber es würde mir gerade... Nee, kann ich nicht. Wieso? Nee, nee, mach mal nach dem Spiel. Also, weil sonst gebe ich zu viel von meinem Begriff frei. Also man kann natürlich schon so sehen, eine Wasserpistole ist dazu da, damit es irgendwo nass wird. Und ein Strahl ist dazu da, damit es irgendwo nass wird. Ja, also beide haben kommt dann auch beim Wasserstrahl. Strahl, es gibt ja auch den Laserstrahl, aber ich denke, ja, Strahl wird den Wasserstrahl gemeint haben, genau, rauskommt. Ja. Genau. Und dann wäre es ja eigentlich, das haben beide die gleiche Funktion. Nee, der ist dazu da, um das abzufeuern und das ist dazu da, um nass zu werden. Ja, aber eine Wasserpistole... Ja, ja, klar. Also ich würde auch das... Es ist echt schwierig, weil... Man muss dann das andere, was man nicht meint... hochheben, ne? Ja. Das darf zum Ende das oder? Ich glaube, Carl hat in dem Moment die Trennschärfe sich nicht... Ich glaube auch, genau. Ja. Ich glaube fast sogar, dass es das sein könnte, dass er das gehabt hat. Aber ich bin dafür, dass wir das hochnehmen. Was willst du? Ich sag das, was du sagst. Ja, aber komm, du musst mitdiskutieren, dass du gesagt hast, das Spiel ist einfach zu sagen. Nee, ich weiß, was du meinst und deswegen kann ich es nicht entscheiden und deswegen... Ich kann mich wirklich nicht festlegen, weil halt hier in dem Moment die Trennschärfe einfach wirklich nicht da ist. Intended Use, eine Wasserpistole ist dafür da, einen Strahl zu erzeugen. Und nass zu machen. Ja. Und Frequency. Okay, machen wir. Doch, Frequency ist häufiger. Okay, also, machen wir es weg. Ja. Ah, okay. Also ich habe mich ja schon an deine Regel gehalten, also es musste was Physisches sein als Strahl. Ja, aber... Ne, kein Laser oder Lichtstrahl oder sowas. Aber ich... Das ist doch physisch. Genau, ich habe einfach... Ich wollte nicht so viel Buchstaben wahrscheinlich verwenden. Ich hätte natürlich irgendwas noch stärker schreiben können. Bla 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 Strahl. Wäre auch gegangen. Ich habe halt Intended Use fand ich super schwierig, mich reinzudenken, weil klar, das benutzt du Dusche. So wie es gedacht ist. Dusche, Feuerwehrschlauch. Ja, Feuerwehrschlauch, Dusche und so weiter. Alles, was er nass macht. Die machen auch Sachen mit Absicht, aber Frank ist ja jetzt hier auch nicht gleich gewesen. Die benutzt du halt immer, um... Ja, aber was hier... Die benutzt du halt immer, um etwas damit zu erledigen. Aber weißt du, was schwierig war? Weil halt... Also eigentlich soll man einen Gegenstand halt hinschreiben. Also versuchst halt eben im Spiel Gegenstände zu vergleichen. Und nicht einen Strahl, was kein Gegenstand ist. Und gar keine Idee für... Ja. Aber ist ja egal, wir haben den 2 Punkte gemacht. Das wird bei mir gleich auch interessant. Das habe ich mir nach deiner Nachfrage nämlich auch schon gedacht. Haben wir Punkte bekommen dafür jetzt? Ja, 3 Punkte. Schön. Also maximal. Spielen wir eine Runde. Jeder ist einmal dran. Okay, interessant. Oder ist jeder zweimal dran? Weil 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da muss ja fast jeder zweimal dran sein. Sonst könnte man es ja gar nicht schaffen. Vielleicht. Das gibt auch Minuspunkte. Das ist ja furchtbar. So. Ist aber eine schöne Scoring, finde ich halt. Das ist so. Nö, du musst hochheben, draufstellen. Mhm. Bringt aber auch gleich die Abrechnung, musst du nicht noch gucken, wie hoch war jetzt oder wie vielte Karte war das oder so, sondern... Ah, hier steht's, ja. 2 Runden. Mhm. Deswegen okay, ist dann das ist auch unabhängig davon, was für Spieler sind, oder macht es dann... Nee, bei 3, 4 ist es doppelt und bei 5, 6 ist halt jeder nur ein, aber dann fängst du halt hier an. Deswegen dann weniger Sachen hier aus und hier stehen auch schon Sachen vorher drauf. Dann... Bei weniger Spielern. Bei weniger Spielern. Liegen hier weniger? Nee, auch 8. Sicher? Und, ja, und 9 sind es bei, wenn du die höchste Schwierigkeit aber hier nimmst. Sind doch gleich schon Sachen drauf. Ein einziger nur. Echt? Nur einen haben wir jetzt hier. Das sind noch 8 Teile hier. Sind 8 Teile. Wenn eine Schwierigkeit noch höher spielen wird, wird nur 1 hinzukommen. Okay. Das ist der Grund, das ist Schwierigkeitsgrad. So, dann darf es sein. Dorfbewohner, schließt doch bitte die Augen. Ach ja. Okay, können wir auch gleich machen, ja. Oder? Mhm. Ja. Und wir müssen ein bisschen was sagen, dass wir es nicht hören, wenn es flippt, wo es dann sein könnte. Oder man steckt sich an. Ich kann auch genau. Ich hab jede Menge Teile schon geflippt. Jetzt höre ich ja, dass Marcel sich bewegen, was ich als er da wäre. Raum mal, Rutschak. So, dann bin ich fertig. Blaukraut, okay, dann zeig uns mal. Ich habe den Kaffee-Vollautomat. Mhm. Und welche Nummer? Und den Einkaufswagen. Achso. Oha! Ich hab's probiert. Also die sehen unterschiedlich. Jetzt darf ich nichts mehr sagen. Die sehen unterschiedlich aus. Ja. Da sind wir uns einig. Okay. Die haben auch eine unterschiedliche Frequenz, in der du sie nutzt. Ja. Gut. Also ich würde sagen, oder? Also ein Einkaufswagen benutzt du in einer anderen Frequenz als ein Kaffee-Vollautomat. Ja, manche Leute... Ja, das kommt für so, aber in der Regel... In der Regel schon, oder? Also würde mich wundern, wenn... Das aber jetzt gehen wir die anderen erstmal durch. Weil zum Beispiel... Also die Complexity of Construction. Die Länge ist auch unterschiedlich. Genau, eben. Erstmal die... Weil... Also, aber es gibt schon echt große. Und das Gewicht ist auch unterschiedlich. Ja, das Gewicht ist unterschiedlich. Das Gewicht ist... Ja, den einen kannst du tragen und... Also, machen wir den erstmal weg, oder? Ja. Er denkt ja auch an einen privaten Kaffee-Vollautomaten. Du würdest doch nicht an so ein Ding, das bei uns im Kino steht, würdest du nicht Kaffee-Vollautomat schreiben. Nee. Das ist das gleiche Gewicht. Das ist nicht das gleiche Gewicht. Auch bei der Länge können wir uns festlegen, er meint so ein privates Intended Use. Da. Das eine macht Kaffee, das andere, da machst du deine... Shopping-Cards benutzen ja Leute für ganz viele andere Sachen auch. Ja, aber nicht um Kaffee zu machen. Nicht um Kaffee zu machen. Also die haben völlig unterschiedliche Funktionen. So kann man auch rangehen. Ich denke mir immer so, genau, das war mein Denkproblem auch bei dem Ding. Das sind beides so beabsichtigte Sachen, egal was es ist. Aber ja, und vor allem Shopping Card benutzt du ja für ganz unterschiedliche Sachen noch. Leute transportieren darin ihre gesamten Handlungen. Ja, aber es ist immer transportieren. Ja. Das ist immer transportieren, das ist immer was zum Trinken herstellen. Und das transportiert man die Kaffeebohne durch... Also es ist nicht in der Nein, das ist nicht. Wir nehmen das raus, ja. Oh, sehr gut. Noch so 0 Punkte bereit. Ja, bei Länge wäre ich auch dabei, weil er wie gesagt an sowas denkt. Ja. Ja? Ja. Geht's hoch? Ich gucke, ob er reagiert. Oh, dieser Adrenalinstoß jedes Mal beim Hochheben. Richtig gewesen, einfach jetzt. Also... Importance for Humanity? Könnte ich mir sogar fast vorstellen. Das wird es wahrscheinlich sein am Ende. Die Complexity of Construction ist auch auf jeden Fall deutlich unterschiedlich. Ja. Also, gerade macht er auch Vollautomat, dass er wirklich ganz komplex ist. Ja, ja. Da ist Elektrik. Hier sind schon 2 gegen 3, du hast schon verloren. Ja, ich kann mich noch überzeugen. Okay. Frequency Worldwide. Oh. Es gibt doch mehr Shopping-Cards als Kaffee-Vollautomaten. Ja. Echt? Das ist ja ein Luxusprodukt. Das ist ein Luxusprodukt. Aber in jedem Office oder sowas haben die doch so Kaffee-Vollautomaten rumstehen. Jeder Friseursalon. Nee. Ja, aber in Afrika würde ich mal sagen, gibt es einen Einkaufswagen. Also, wenn überhaupt. Dann, unabhängig von der Region der Welt, auch da haben sie mit Sicherheit viele Kaffee-Vollautomaten, aber längst nicht in jedem Büro stehen Kaffee-Vollautomaten. Also unser Kino hat keinen Kaffee-Vollautomaten für die Belegschaft. Aber ihr habt einen. Weil wir einen Gast haben. Ja, natürlich, genau. Du musst ja bloß insgesamt sehen. Aber wir haben keine Shopping-Cards. Also Kaffeemaschine, würde ich sagen, findest du überall. Aber Kaffee-Vollautomat. Es gibt ja in jedem Supermarkt 500 Einkaufswagen. Ja, so viele eben nicht. Ja, aber du hast Supermärkte, mehr. Ja, Supermärkte an mehr Orten der Welt als Kaffeevollautomaten. Also ich verwende persönlich häufiger, also ich wette, es gibt mehr häufiger Shoppingkarte als Kaffeevollautomaten. Es könnte sein, dass es mehr Supermärkte gibt als Kaffeevollautomaten. Das glaube ich nicht. Durchaus, ja, das glaube ich nicht. Möglich. Das glaube ich nicht. Es gibt doch schon echt viele Kaffeevollautomaten. Es gibt nämlich schon einige. Aber es gibt auch echt viele. Aber jetzt überleg doch mal Frequency of Use. Das benutzt jeder. Jeder, der einkaufen geht, aber Kaffeevollautomaten, ich benutze das nie, also alle, die keinen Kaffee trinken, schon mal gleich gar nicht, aber einkaufen tut jeder. Aber hier geht es erstmal eine Häufigkeit Weltwert. Ne? Frequency, ich glaube, das ist mit Häufigkeit ja hier in dem Fall ein bisschen zu übersetzen. Genau. Von der Häufigkeit her sind es auf jeden Fall unterschiedlich häufig, egal wie man es jetzt dreht und wendet. Sonst hätte er irgendwas anderes, hätte er sonst, weiß ich nicht, Einkaufstasche oder so aufgeschrieben. Wo ist natürlich schon wieder tatsächlich dran? Was ist eine Importance for Humanity? Als jemand, der so 48 Stunden Bereitschaftsdienst hat, könnte ich mir vorstellen, dass der Kaffeemaschine schon weit oben steht bei der. Aber das ist ja auch Vollautomat. Es gibt normale, gibt es. Das stimmt. Genau. Das ist ein Kaffeevollautomat, ja, das kann ja dazu da gewesen sein, um zum Beispiel komplex. Ich finde es ziemlich auf dem gleichen Level. Stell dir mal vor, es gäbe keine Einkaufswagen. Das wäre schon sehr unangenehm, aber es ginge, weil wird bald. Aber mir geht es ja darum, dass für ihn Kaffee vielleicht wichtig ist, weil er plötzlich wach sein muss, um andere Leute nicht wach zu machen. Achso, du. Also, okay. Ja? Ich glaube, soweit abzählt er da schon. Oder er kennt andere Tricks, weil er sich mit Betäuben und dem Gegenteil davon auskennt. Das weiß ich nicht. Der braucht echt schwierig. Diese Spritze. Frequency of Use. Ja, ich würde Frequency of Use rausnehmen, weil wir haben halt, also Einkaufswägen verwendet man viel häufiger. Oder gibt es Leute, die halt... Wieso? Ich gehe doch nur einmal die Woche Einkauf, mache den großen Wocheneinkauf, aber ich trinke jeden Tag Kaffee. Oder zweimal pro Woche für 2 Wochen. Oder vielleicht alleine Brot trinke ich auch 5-mal Kaffee, wenn es da den gibt. Ehrlich gesagt, das hast du recht. Das würde ich rausnehmen. Achso, du machst genau andersrum. Ich glaube, dass es gleich sein könnte. Nee, ich glaube auch nicht, dass es gleich ist. Ich glaube, dass du einen Kaffeeort... Also wenn du... Wenn es da ist und du ihn benutzt. Das ist die Frage, ob man davon ausgeht. Deswegen meine ich ja dann uns das andere wäre das hier. Das mittelsichere weg. Also, ja, inzwischen glaube ich, dass es weltweit mehr Shopping-Cards gibt. Ich glaube, dass das ist, was er hat, ehrlich gesagt. Ja. Weil beides irgendwie schon wichtig ist. Und er wollte jetzt nicht Einkaufskorb aufschreiben. Also, ich trinke keinen Kaffee, ich würde das anders sehen, aber. Und dann hätten wir auch Intended Use genommen. Genau. Hätte der Einkaufskorb gesagt. Das ist doch nicht so einfach. Ja. Also, ihr meint, das ist am ehesten. Ist meine Vermutung. Ich würde jetzt Frequency Worldwide rausnehmen. Würde ich mich anschließen. Ich würde... Ja. Nee, ich würde eher noch Frequency of Use rausnehmen. Das würde ich... Ja, auch zuerst rausnehmen. Wir haben die von... Ja, aber welches von den... Mach du. Nein. Was sagt denn das? Hebst du mal bitte den Hut auf. Selbst Lila hat schon so einen Automaten im Eingang stehen. Ja, aber eben nur einen, Martin. Okay. Okay, also jetzt Frequency Worldwide, oder? Er geht doch nicht davon aus, dass die gleich oft auf der Welt vorkommen. Er hat auch lange überlegen müssen. Ich glaube, ich kann mir so Importance for Humanity tatsächlich vorstellen, dass es schwierig ist, dass du überlegst, hey, was ist denn genauso wichtig für die Menschheit? Sehen die das auch so wie ich? Genau. Ich glaube, das ist echt, das könnte schwierig sein. Jeder weiß, ich trinke keinen Kaffee. Wie sorge ich dafür, dass Karl das bombardiert? Hey! Sehr gut. Warte. Ja. Was? Du hast vergessen, ja, umzudrehen. Sag mal nochmal richtig. Die 8. Es wäre sehr lustig gewesen, wenn wir das... Die 8, die 8. Das war wirklich die 8. Dann habe ich... ich habe wirklich die 8 gezogen. Also ernsthaft. Ich habe mir überlegt, wie ich es halt mache. Und ich habe wirklich die 8 gehabt. Du hast 2 Flüssigkeitsfehler eingebaut. Ja. Das war wirklich die 8. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, halt, wie kriege ich da Trennschärfe rein? Was ist denn genauso wichtig wie ein Einkaufswagen? Das hätte ich Einkaufskorb schreiben können oder irgendwas. Nee, weil dann hättest du ja mit Intended Use. Ja, genau. Also es war schon intelligent halt. Ich fand das super. Wir haben ja rausgekriegt. Ja. Also, wenn die 8 gestimmt hat, das muss der Chat halt jetzt entscheiden. Der hat ja gesehen, was er umgedreht hat. Also. Genau, die Frage ist, woran sehe ich, ob es richtig war. Eigentlich daran, dass eine Falle hinter ist, oder nicht? Da gehen wieder 3. Das ist die Absicherung, falls man hier was falsch macht. Genau. So, okay. Komisch. Die Begriffe bleiben aber immer jetzt dieselben. Jetzt bin ich mir ohne Scheiß nicht mehr sicher, aber ich... Während eurer Diskussion... Das war mich darüber gegangen. Die waren so überzeugend. Die waren so überzeugend, dass wir das muss ich genommen haben. Also bleibt das gleich, ja? Wir tauschen nicht die Dinger jetzt aus. Nee, ja, okay. Wir lachen. Das guckst du noch nach? Ja, ich guck wirklich noch nach. Tut mir leid. Nee, ich guck auch noch mal nach hier. Ich gucke nochmal nach. Ja, stimmt, wir haben ja erst 2 Leute. Deswegen sage ich ja gerade, es ist. Hatte schon das Gefühl. Okay. Wir müssen die Augen zumachen. Augen zu, Basalkauf. Ich muss, ja, warte mal, ich, ja. Guck einfach in die Richtung. Ja, stimmt. Oh, ich hab's bestimmt. Okay. Wir haben es auch gespielt, bevor wir uns in der ersten Runde komplett falsch gemacht hat. Dass man am weitesten davon entfernt war, seinen Begriff zu nehmen, und wir haben sofort das genommen, was es eigentlich am Ende hätte sein sollen. Ja, ja, ist ja klar. Aber falsch verstanden. Ja, ja, falsch verstanden. Ja, gut. Falsch. Also, ich hab's richtig verstanden. Ich hoffe. Gucken wir mal. Ich habe ein Einrad. Ja. Unicycle. Unicycle. Okay. Ich habe ein Einrad. Und ich habe ein. Jetzt hat er Fahrrad auf. Ich habe. Also, Moment. Ich habe ihn nur verschrieben. Nichts passiert. Ein Enterhaken. Ein Enterhaken. Also, ich behaupte, die haben unterschiedliche Längen. Weil ein Enterhaken hängt an einem Seil. Nee, sie schreiben, Marcel hat die Frequency umgedreht. Ja. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, ey, wie unangenehm. Die Sachen sind aber auch fast gleich von Frequency Worldwide, ja, okay, dann kriegen wir einen. Nee, ohne Scheiß, ich hab, hier, warte mal. Das stimmt tatsächlich, aber ich glaube, ich habe nämlich dann wirklich in dem Moment, guck mal hier, da siehst du das nochmal, wie ich umdrehe. Und da siehst du, ich drehe den um eigentlich, ja. Frequency. Und jetzt mache ich die auch alle zu drauf, zack, zack. Aber jetzt gehe ich nochmal an die Importance und hatte den, glaube ich, eigentlich. Ich weiß es mittlerweile nicht. Nee, man sieht ja, dass du den. Ich hatte aber den Importance wirklich umgedreht. Also hier, warte mal. Dass ich den in der Hand genommen habe. Ja, aber du hast nicht umgedreht. Zack. Du hast nur angeguckt, aber ja, hast nicht umgedreht. Ja. Also geben wir uns einen Punkt weniger. Na gut. Sehr gut. Danke, lieber Chat. Aber du hast auf jeden Fall darüber die ganze Zeit nachgedacht. Ja, das war es. Ja, ja. Und deswegen hatte ich den auch in der Hand irgendwie. Das ist unsere Diskussion, also unsere Zeugdistanz. Ja, eigentlich hätte ich das nicht müssen. Okay, also wir haben Unicycle und Enterhaken. Enterhaken hängt an einem Seil, den wirft man ja irgendwo rüber. Das heißt, die Länge ist super unterschiedlich. Genau, das sofort stimmst du dem zu? Vielleicht meint er aber nur den Enterhaken an sich und nicht das Seil, was da dran hängt. Ja, aber dann hätte er ja gewusst, dass wir das in Verbindung bringen und es deswegen nicht genommen. Ich bringe das nicht in Verbindung, nur du. Außerdem, selbst ein Enterhaken ist nicht ein Einrad, ist ungefähr so hoch. Und ein Enterhaken ohne Seil ist so. Complexity Construction. Also ich finde, der Enterhaken ist völlig simpel. Der ist auf jeden Fall simpler. Und das Einrad ist halt schon. Also die sind uns jetzt nicht so sicher, dass wir Länge auch direkt raus. Ja, ist das hier, ne? Ja, erstmal Complexity. Machen wir erstmal die leichten. So, dann haben wir Frequency of Use, würde ich sagen. Ist doch schon häufiger das Einrad nochmal benutzt als der Enterhaken. Können wir jetzt bitte die Länge raus? Historisch gesehen? Können wir jetzt ein bisschen die Länge rausnehmen? Die Länge, warte, ein Enterhaken kann schon, ich würde sagen, entweder so deutlich kürzer oder deutlich länger. Egal wie das ist. Okay, heb mal hoch. Sehr gut. So. Das Aussehen finde ich es auch. Na, wenn er richtig doll verbogen ist, naja, würde ich auch sagen, ist es nicht. Machen wir das Aussehen. Wird immer heißer, ne? Intended Use, das können wir auch rausnehmen. Nein, beide auf Sofortbewegung. Ja, das stimmt. Und bleiben fort. Aber ich bleibe bei meinem Anfangsgedanken für Intended Use immer hängen. Aber da sind andere Sachen weiter. Wird so eingesetzt, wie es gedacht ist. Auch das gilt für beide. Das gilt leider für die meisten. Weil das hat er vorhin schon mal selbst erwähnt in dem Zusammenhang. Deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es das sein könnte. Dass Intended Use richtig ist? Mhm. Naja, Unicycle ist von... Also eigentlich willst du damit nicht von A nach B kommen, damit fährst du in einer, keine Ahnung, im Zirkus im Kreis, aber es ist eine Fortbewegung. Ich habe hier auch schon Leute mit dem Einrad durch die Gegend fahren. Stimmt, wir sind aber auch in einer Studentenstadt, da machen die Leute seltsame Dinge. Also Gewicht? Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben in einer so hohen Frequenz Leute gesehen, die barfuß durch eine deutsche Innenstadt laufen wie in Göttingen. In Münster gibt es das auch, aber... Ja. Frequency of Humanity, ja, weiß, beides nicht so häufig. Also die Importance für Humanity sind unterschiedlich. Enterhaken sind deutlich wichtiger für die Menschheit gewesen und auch wahrscheinlich heute noch als ein Einrad. Enterhaken? Das eine dient ja einfach nur des Amüsements. Ich würde sagen, sie wiegen unterschiedlich. Da bin ich auch für. Ready? Wieso hebe ich die eigentlich? Ihr dürft auch mal. Aber ich würde sagen, so ein Enterhaken, wenn das so ein Enterhaken wiegt doch nicht so viel wie ein... Wobei, der muss man hochwerfen. Der muss doch hochwerfen. Aber modern ist so ein altes. Aber wenn der so viel wie ein Fahrrad, dann wirf du mal ein Einrad. Aber modern ist so leicht. Wirf doch mal ein Einrad 10 Meter die Mauer hoch. Ja, aber wenn du das schwingst, dann massives Eisen schon. Beim Endhaken und das Unicycle, modernste Materialien, Kohlenstoff geformt. Das weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt das Gefühl, das Einrad ist zu weit. Wir nehmen Gewicht. Leicht. Also ich bin auch für Gewicht. Gewicht, ja. So. Häufigkeit weltweit. Da würde ich jetzt ja denken, ist jetzt doch das Einrad häufiger präsent als der Enterhaken. Seltener als der Enterhaken natürlich. Was glaubst du, wie viele Leute brauchen denn bitte Einräder? Wie viele Einräder werden denn hergestellt? Aber in Deutschland gibt es den noch häufiger bestimmt als den Enterhaken. Das kommt drauf an. Das sind ja, historisch gibt es sehr viel längeren Zeitraum, in dem Enterhaken hergestellt wurden. Und die sind ja aus Metall. Das heißt, wenn du die nicht einschmilzt, bleiben die auch. Enterhaken-Manufaktur. Ich wette, die gehören vorher mindestens 10 Minuten. Mittlerweile sind die pleite, ja. Es sei denn, sie haben auf Einräder umgesattelt. Und es gibt immer noch Piraten. Ja, aber... Und deswegen ist auch die Länge so groß, weil bist du an so einem Tanker oben angekommen. Dann musst du schon hochschießen. Haben wir die Länge schon? Achso, ja. Ja, die Länge haben wir schon. Also ich bin immer noch... Sie sind auf jeden Fall nicht gleich frequent. Ich glaube, darauf könnte man sich ja schon festlegen. Wenn sie ihn gleich oft benutzt, das weiß man nicht. Nein, das ist ja also... Also ich glaube auch, ich würde sagen, es gibt mehr Enterhaken weltweit als Einräder. Vielleicht, das ist noch nicht sicher. Wir reden ja nicht davon weltweit, wie häufig das benutzt wird, sondern wenn du beides hättest, was benutzt du wie häufig? Und du benutzt den Enterhaken wahrscheinlich seltener als dein Einrad. Wobei ich mir gerade echt vorstelle, wie jemand auf dem Deck von einem Schiff auf dem Einrad hängt. Ich weiß nicht, ob wir davon ausgehen, dass wir das abends gleich oft benutzen, sondern schon wie oft das generell weltweit benutzt wird. Ja, wenn du beides hättest... Nicht, wenn ich beides hätte. Auf der Welt gibt es das alles. Weil es geht ja Frequency Worldwide, das heißt nicht Frequency Carl. Ja, aber dann würde ich auch davon ausgehen, dass er nicht glaubt zu wissen, dass die beiden ungefähr gleich oft benutzt werden auf der Welt. Das maßt sich Steph, glaube ich, nicht an. Ich glaube, nach wie vor ist das. Das ist beides sofort für ihn gedacht. Ja, ich denke auch, dass du wahrscheinlich recht hast. Wollen wir Frequency of Use rausnehmen? Ja, aber warum hat er denn nicht irgendwas ganz Normales genommen? Warum hat er denn... Weil er auch Fahrrad nicht aufschreiben wollte, weil es ja Einrad-Fahrrad wäre. Er hätte natürlich Auto aufschreiben können. Das wäre dichter dran gewesen. Aber dann könnte es sein, dass wir bei der Complexity vielleicht überlegt haben. Auto ist komplexer. Importance for Humanity hätten wir vielleicht nicht unterscheiden können. Doch, Auto ist wichtiger. Das ist ein Fahrrad? Auto zu Einrad. Achso, ja. So würde ich... Also... Nichts gegen Einräder, aber in der Geschichte spielt halt schon, also Importance for Humanity, finde ich. Das hat der Enterhaken schon wichtig. Frequency of Use. Ja, ist ja egal. Also der Enterhaken spielt da auf jeden Fall eine größere Rolle, als das Einrad jemals spielen wird. Aber es ist immer so die Frage, sind wir jetzt von irgendwelchen Filmen geprägt? Wie oft hat man denn Enterhaken wirklich benutzt, um auf ein Schiff zu kommen? Ja, aber wie wichtig ist denn das gewesen in der Vergangenheit? Das kommt drauf an. Warst du Händler oder warst du Pirat? Auf so ein Haus stürmt oder sowas in der Art. Und dann machen die doch auch, dann ist es nicht auch ein Enterhaken, mit dem die dann an der Mauer da festhaken und sich dann so hochseilen da und sowas. Die benutzen schon meistens Treppen, glaube ich, heutzutage. Ja, aber so es kann sein, dass sie sich... Also Frequency of Use kann ja gleich hoch sein. Enterhaken nutzt nicht so oft, ein Einrad auch nicht. Nee, glaube ich auch. Also ich würde, die Wichtigkeit für die Menschheit ist immer noch unterschiedlich. Würde ich auch rausnehmen. Haut raus. So, einen Punkt haben wir schon mal. Frequency weltweit ist doch unterschiedlich. Also ich weiß nicht in welcher Verteilung, aber es gibt doch nie im Leben so viele Einräder ungefähr wie... Also ich glaube, es gibt nicht so viele Einräder, ich glaube auch nicht, dass es so viele Enterhaken gibt. Ja, aber doch nicht beide gleich viel. Weltweit gesehen? Also ein Einrad ist schon eine Seltenheit. Also vielleicht hat Stefan eine Doku gesehen, die ich nicht kenne, aber... Aber ein Enterhaken ist auch eine super Leben habe ich vielleicht ungelogen vielleicht 5 Leute mit einem Einrad gesehen. Ja, und wie viele Leute hast du mit dem Enterhaken gesehen? Hallo, Grappling. Ja, aber ich bin ja also jetzt hier auch nicht... Eine Gruppe von 4 Leuten sollte immer mindestens einen Grappling-Hook dabei haben. Ja, Grappling-Hook dabei? Wir sind doch keine Abenteurer. Also Martin, unter einen von diesen Bechern ist das Plättchen umgedreht und das wollen sie sozusagen nicht aufdecken. Ja. Du benutzt beides nicht so häufig. Grappling Gun haben wir. Nee. Das kann halt auch sein. Genau. Ich würde Frequency weltweit jetzt rausnehmen tatsächlich und sagen, es ist eins von den beiden. Mach auch dafür? Wenn ihr beide dafür seid, dann schließe ich mich an. Wenn nur du dafür bist. Nee, du musst dafür sein. Nee, ich trage das nicht mit. Wir wollen nicht schuld sein. Frequency of Use. Nee, worldwide. Frequency worldwide. Du weißt schon, das, was so wichtig ist. Wie für die Menschheit. Aber es gibt ja beides echt selten. Es gibt beides super selten. Es wird aber auch deswegen, weil es ja so selten ist, wird super selten benutzt. Deswegen wobei aber das heutzutage, der Enterhaken ist ja schon Aber das eine ist zum Fortbewegen, das andere ist zum Entern. Das sind ja schon zwei unterschiedliche Intended Uses. Aber zum Beispiel auch noch immer Unisport oder sowas, da gibt es doch bestimmt noch Kurse. Wo ist die Sanduhr? Aber im Kurs Enterhaken gibt es weniger. Also Frequency of Use ist unterschiedlich. Versucht euch das mal zu merken. Wir müssen Ben zum Geburtstag... Wir schenken ihm mal so eine große Sanduhr, so, die er universell für solche Spiele verwendet. Ich bin für Frequency of Use. Ich bin auch nicht zufrieden, aber was habt ihr denn... Was tust du denn was Gutes? Weil Intended Use ist halt... Du sagst, es beides Fortbewegung. Also wenn man sich mit dem Enterhaken fortbewegt. Ja, ich tust ja am Ende. Nein, schon richtig. Doch. Nein. Du bist klar, du ziehst dich ja daran hoch dann. Du musst dich da hochwechseln. Du kannst den auch in jemanden reinwerfen und den zu dir ziehen. Ja, aber das ist ja... So, ich habe mit dem Enter-Speer. Moment, habe ich Bock, Rollenspiel zu spielen. Ich mache jetzt einen Charakter, der so eine Chain... Also ich finde, das ist gerade alles irgendwie... Ein Einrad ist ja, um von A nach B zu kommen. Ja, ein Enterhaken ist, um irgendwas zu überbrücken, eben ein Hindernis zu überbrücken, aber nicht, um sich fortzubewegen. Doch, von A nach B. Ein Hindernis, ein Enterhaken. Ich weiß nicht, ob ich das meine. Bei Enterhaken hätte er vielleicht, also Leiter oder sowas, das würde dasselbe sein wie ein Enterhaken von der Intended Use. Ich heb das jetzt einfach hoch. Ja, oder? Dann mach das. So, können wir jetzt aber Intended Use nehmen? Bitte? Das heißt, der Ungeduldigste kann die Spiellänge steuern. Ja. Ich hab mich da raus, ich hab keine Ahnung. Es ist beides, hat seine Pro und Konten. Es ist Enterhaken bewegt dich nicht fort. Ja, dann ist hoch. Es ist beides selten. Deswegen. Yeah! Davor habe ich dich gehasst, aber er macht es nicht wirklich. Dann hat er argumentiert, weil er ja auch so. Er hat auf diesen Kegel gestreichelt. Er war schon so da dran, ja. Aber alles, was ihr gesagt habt, war eine interessante Frage, ne? Weil das sorgt auch dafür, dass wir alle. Da habe ich nicht dran gedacht. An die Bewegung habe ich mit dem Enterhaken echt nicht gedacht. Also da habe ich einfach nur gedacht, hey, das ist also. Zum Enter. Dann hätte ich Auto geschrieben oder irgendwie irgendwas, aber das hatte ich nicht gedacht. Das Lustige ist, was mir auffällt, hier steht halt einmal worldwide und wir bringen das bei allen ins Spiel. Und das ist das, was uns dann hier so ein bisschen rauswirft, weil du hast über das Persönliche, ne? Ich benutze halt, wenn ich ein Einrad habe, das unterschiedlich häufig wie ein Enterhaken. Ich habe genau, wenn du ein Einrad hast, benutzt du es halt ungefähr so häufig, wie wenn man einen Enterhaken hat. Ich würde Enterhaken, glaube ich, häufiger benutzen. Nee. Überlege mal hochzukommen. Wir haben ja. Erinnerst du dich, als du den Schlüssel immer runter und hochgelassen hast? Hey, so gut war ich noch nie. Dass man 3 miteinander alles hatte ich noch nie. Das ist auch schön. 1, 2, 3. Ja, Ben, jetzt an. Achso, an Ben hängt's jetzt. Jetzt hängt's an Ben, ja. Da gut, super. Gut, dann macht man die Augen zu. Meins ist jetzt sehr einfach. Ich hab's auch sehr schlecht gemacht. Ihr habt alle die Augen zu? Ja. Gerade auch, ja, ne? Ja, Ben hat Intended Use. Einer ist übrig. Fertig. Wie, einer ist übrig? Ja, einer ist immer übrig, weil wir sind ja... Also ich habe Golfloch. Ja. Und Eishockey-Tor. Das ist auch interessant, das ist schon ein Objekt, aber das ist tatsächlich nicht physisch. Es ist die Abwesenheit von etwas. Das ist halt das Loch. Ja, das Golfloch kann man es funktioniert, ja. So wie mein Wasserstrahl, ja. Also es wird wahrscheinlich Intended Use sein, oder? Weil beides ist dafür da, im Sport das Ziel darstellt. Aber genau, und seine Frage mit... Golf, wir fangen mal mit den Sachen an, die wirklich leicht sind. Ja. Das Gewicht ist unterschiedlich. Eine wiegt nämlich gar nichts. Das eine wiegt 0, genau. Aber was ich... Dann haben die Frage vorhin, das heißt, beides ein Loch unterschiedlich aus. Mit Netz und das andere ist ein ganz kleines Loch, also ist unterschiedlich. Genau. So, dann... Frequency Worldwide kann man auch ausschließen, weil es gibt viel mehr Golflöcher. Ja, weil du 18 Platz in der Regel hast. Richtig. Aber Eishockey. Und es gibt auch. Wir machen mal weiter mit Complexity of Construction. Da ist halt das Eishockey, ein Loch ist und das ist ein Netz und alles Mögliche. Ja, also das da. Genau, und seine Frage am Anfang war halt mit Dampfschiff und anderem Schiff und da musste ich halt auch schon daran denken. Na, Importance ans Gewicht denken? Importance for Humanity ist tatsächlich gleich. Die Länge ist unterschiedlich. Ja. Die Länge ist unterschiedlich. Aber ich finde Frequency Worldwide immer noch. Importance for Humanity. Ist gleich. Ist ziemlich gleich. Ja. Also die beiden Sachen sind aber das eine ist ein bisschen wichtiger, weil Golflöcher brauchen Ärzte. Naja, und Ärzte sind wichtig. Dass es Ärzten gut geht, ist immer sehr wichtig. Die Frage ist, wie unterschiedlich gut findet Ben diese Sportarten? Also wenn das eine jetzt ein Football-Tor wäre, dann wüsste ich, dass er das hier nicht hätte, weil er das als viel wichtiger als das Golf noch einschätzt. Aber Frequency worldwide. Es gibt 18 Löcher und x Golfplätze. Also, und wenn es ein Stadion gibt, dann gibt es da 2 Eishockey. Also ich könnte mir vorstellen, dass die beide schon mal rauskommen, weil das kann man nicht so genau abschätzen. Aber es ist nicht gleich und deswegen hätte er das eher nicht gemeint, wenn er es spezifisch aufschreibt. Weil er hätte ja, wenn er Eishockey Goal nimmt, Frequency Worldwide, hätte er es ja kombinieren können mit dem Stadion oder sowas. Mhm. Dann hätte man gewusst, okay, das ist ja immer in dem einen drin. Hat er nicht. Wollen wir das nehmen? Ja. Einen Punkt machen wir schon mal. So. Dann lass uns das auch einfach raushauen. Ja, oder? Ja, gut. So, eins von den beiden. Oh. Was würdest du denn aufschreiben, wenn du Importance for Humanity hast und du hast ein Eishockey-Goal? Dann würdest du doch nicht das gleiche Thema nehmen, oder? Dann würdest du doch irgendwie... Also Ben verabscheut ja normales Golf, weil er Disc-Golf viel besser findet. Und vielleicht meint er es sehr abwertend und dann wäre die Importance unterschiedlich. Weil Golf braucht ja keiner mehr, weil es gibt Disc-Golf. Was wäre denn gleich so wichtig wie ein Eishockey-Tor? Wie sehr magst du Eishockey, ist die Frage. Nee, ich gehe eher davon, wie wichtig das ist. Und Ben als Disc-Golf-Fan ist natürlich von normalem Golf, das ist ja abgelöst. Das ist also super unwichtig. Würde ich ihm zumindest zutrauen, dass er das argumentiert. Du bist gerade argumentiert. Wir müssen deinen Kopf rein. Ich versuche gerade zu überlegen, was ich aufschreiben würde, wenn ich Importance for Humanity hätte und Eishockey-Goal. Vielleicht wäre es dann eher sowas wie... Auch was Sportmäßiges. Ja, hat er gemacht. Das ist aber dann würde ich halt nicht Intended Use machen. Genau. Weil Intended Use ist ja in beides muss auch noch was rein. Also es muss eigentlich das sein, weil in beides kommt... Exakt. Und weil es das Sport und das kommt eigentlich rein. Und Sportarten bewertet man halt schon. Ich will jetzt bloß nicht, dass wir da jetzt irgendwie reinfallen mit im Sinne von, was willst du schreiben, wenn du Eishockey-Tor hättest. Also die sind beide auch... Das ist auch gleich, weil es beides nur Sport ist halt, was man macht. Das... Objektiv betrachtet sind die nicht unterschiedlich wichtig, aber wir beurteilen Sport immer unterschiedlich wichtig, je nachdem, was uns gefällt. Deswegen würde ich sagen, dass das wegfällt. Wenn er jetzt Football gestanden hätte, dann hätte aber der Intended Use halt nicht mehr funktioniert. Meine ich ja. Genau. Deswegen sage ich, dann schreibst du Football und das Important für männliche wäre auf dem gleichen Level. Wie ich glaube, Football ist für ihn viel. Er guckt ja Football, aber er guckt kein Eishockey. Ich denke aber nicht an ihn. Ich denke an die... Aber er hat es geschrieben. Ja schon, aber wenn er für die Humanity, da war ich von sich ausgehen. Ich glaube, wir müssen da gar nicht so sehr drüber nachdenken, weil Intended Use, das ist etwas, wo ein Spiel direkt rein soll. Wir wissen es einfach. Aber nicht, dass wir da jetzt reinfallen. Also das meinte ich bloß, was ich aufgeschrieben hätte, wenn ich Eishockey... Also vielleicht hat es nicht richtig hingeguckt, übersehen. Also das ist das Einzige. Aber ja, und es ist halt nicht ganz... gleich. Golf ist auch schon sehr viel älter und auf Golfplätzen werden ja auch wichtige Verträge geschlossen, da werden Geschäftsbeziehungen gestrickt und auf dem Eishockeyfeld eher das Gegenteil. Ja, da werden ja Zähne ausgeschlagen. Genau, insofern ist die Importance for Humanity tatsächlich bei Golf höher. Wahrscheinlich schon. Okay. Also nehmen wir das noch raus. Ja. Ja, also. Intended Use ist einfach, oder? 1, 2, 3. Schön. Also, es ist doch eindeutig. Es kommen 2 und halbwegs runde Spielgeräte stellt sich wirklich zum Scoren einer Sportart. Darfst du sozusagen 2 verschiedene Tore aufschreiben? Also das habe ich ja nicht. Das ist ja kein Tor. Ja, aber es ist ja sowas ähnlich. Also das war die Frage. Ein Fußballtor wäre mir zu dicht dran gewesen, deswegen habe ich das Golfloch genommen. Das ja, genau. Das wäre sehr dicht dran. Schon, aber ich finde... Aber nochmal, deswegen sage ich ja halt irgendwie, dass die Trendschärfe... Aber es wird so arbiträr. Ab wann ist denn dann die Grenze groß genug? Als nächstes hättest du genommen... Ich weiß, aber man hätte ja sagen können... Ich wüsste gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Man hätte ja sagen können, es darf damit keine thematische Verwandtschaft haben. Ja, aber sowas macht das ja manchmal auch sogar schwerer. Weil ich hätte jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, einen Disc-Golf-Korb aufschreiben können, der wäre bestimmt ja genauso schwer gewesen wie ein... Genau. Vor allem, wenn die Sachen zu dicht beieinander sind, dann werden andere Sachen dadurch ja auch... Aber trotzdem ist Intended Use von zum Beispiel dem Eishockey-Tor ist halt... Das Problem ist, du kannst nicht... Wo ist die Grenze? Du kannst sie da nicht... Welche willst du rausnehmen? Das ist immer schwammig. Nein, das geht nicht. Ihr könnt nur 2 blaue rausnehmen, das kommt raus. Da kommt ein anderes grünes rein. Sind das so Schwierigkeitsdinge raus? Ja, das kommt raus und da haben wir auch 2. Zum Beispiel, du hättest jetzt sagen können, er muss Mülleimer oder so. Welche 2 soll ich rausnehmen? Also die Öffnung von Mülleimer, da kommen Sachen rein, aber... Mach mal das hier raus, die Frequency. Die ist eigentlich schön zum Diskutieren. Aber das war das Worldwide mal rauskriegen, wäre vielleicht nicht uninteressant. Wir denken immer sehr an Worldwide, aber jetzt ist auch drin für die. Ja, aber das finde ich viel lustiger. So Appearance zum Beispiel habe ich rausgenommen, weil das ist immer sehr, sehr eindeutig. Und Intended Use eigentlich auch. Mhm. So meinst du? Ich dachte, wir wollen das Spiel gewinnen. Ja, ich will ernsthaft, du willst eine spannende Diskussion. Genau, ich will spannende Diskussion. Wir haben doch schon. Wir sind alle Gewinner. So. Ist grün am leichtesten, dann blau, dann rot? Nein, blau ist das leichteste. Okay. Material und Price, also Preis. Volumen. Wie hast du die weggenommen? Explanation Effort, das ist sozusagen der Erklärungsaufwand. Der Erklärungsaufwand, wir tun immer so, als würde eine Person dich fragen, was ist das? Okay, also da schreiben wir alle Brettspiele wahrscheinlich 6, 7, 8. Nee, also ich glaube, beim Golfloch brauchst du nicht so viel Erklärungsaufwand. Ja, dann schreibst du Mau Mau auf, keine Ahnung. Ich brauche länger, jemanden Mau Mau zu erklären als ein Golfloch. Das ist allerdings richtig. Aber Golf zu erklären. Das Problem ist, man hat ja einen anderen Begriff, auf den es sich beziehen muss. Was ist das? Wenn es liegt. Okay. Wir beobachten Karten, die wir noch haben, ne? Achso, ja. Und dann so. Hi. Oh Gott, ich möchte jetzt erst recht einen anderen Begriff, aber den muss ich wohl nehmen. Ja, du kannst schon einen neuen nehmen. Nee, der ist schon gut. Okay. Mit dem Begriff, der war für mich zu tierkässig. Ich finde übrigens gut, dass auch Bilder drauf sind, weil das auch eventuell... Achso, ich dachte auf den Karten. Nee, weil mir ist kein Bild drauf. Weil das Uneindeutigkeiten auch ausschließen kann im Zweifelsfall. Uneindeutig. Mist. Karl, das ist der Gag. Uiuiui. Was liegt denn eigentlich noch so? Oh mein Gott. Boah, das ist echt hart. Also meins ist tatsächlich, also ich muss mal, jetzt schreibe ich mir die richtige Nummer auf. Meins ist wirklich einfach und ich glaube, ihr kriegt, also mir ist wirklich was Schlaues dabei zu hoffentlich eingefallen. Also du machst gerade vor allem für dich die Falle wieder hoch. Ja, ja. Ja, ich weiß, aber umso enttäuschter bin ich gleich, wenn du meinen hochhebst. Okay, ich bemühe mich. Ich muss gerade, das ist echt hart. Puh. Was ist das hier? Sieht aus wie Orleans. Nee. Wenn du es aus Cusco ausgehört, musst du super viel das halbe Spiel wegschmeißen, wenn du es ausgepöppelt hast. Wieso? Weil es Double Layer ist übereinander und musst die Sachen auspeppeln und die durchgucken. Was mache ich da jetzt? Das weiß ich auch nicht. Das ist echt nicht so einfach gerade. Ich dachte erst, es wäre einfach und es wird immer schlimmer. Oh Gott, den haben wir auch noch. Ich glaube, das Spiel habe ich blind bestellt, nachdem einer von euch meinte, hol dir das mal. Shit. Ich bin blank. Ich habe einfach nur blank. Ich hatte gerade was, jetzt wieder weg. Du holst dir wieder. Sorry, ich brauche ein bisschen. Das ist ja, alles gut. Boah. Ich bin auch sehr zufrieden, dass ich schon was gefunden habe. Wieso liegen diese ganzen Spiele da vorne? Da sind ja teilweise noch sehr gute oder sind die nicht sortiert? Die sind irgendwie wild gerade. Achso, okay. Weil die da vorne liegen, da waren schon noch Sabika, was du noch spielen wolltest. Was genau. Interessant wäre ein paar Sachen. Und das RoboQuest. Das können wir danach spielen vielleicht. Genau. Das fand ich schon auch sehr spannend, nachdem... Es ist nicht optimal, aber da müsst ihr damit leben, okay? Ja, bei mir auch. Ich werde danach nicht schimpfen. Du musst damit leben und ja, wir werden schimpfen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir mit meinem auch nicht zurechtkommen. Bei mir werdet ihr auf jeden Fall schimpfen. Da schimpfen wir mal. Aber das ist halt jetzt so. Ich möchte die Wartungszeit noch erfüllen. Das ist halt jetzt so. Jetzt fängt Karl an. Gott sei Dank. Dann ist der Schrecken vorbei. Also, erster Begriff, ne? Ja. Samurai Sword, also Samurai-Schwert. Mhm. Komme ich später noch drauf zurück. Poller. Poller. Aber du musst noch hier... Was ist ein Poller? Du musst noch zumachen. Diese Dinger, wo du nicht parken kannst, dann nicht durchfahren kannst. Genau. Erklär das mal, während du die Augen zu hast. Also im Kino ist das immer, wenn du nicht reinkommst, dann ist nochmal so eine Korde davor. Ja? Ja, was ist das? Und die Stange, wo der dran hängt, das ist der Poller. Ach so, okay. Oder wenn du irgendwo nicht parken darfst und da so ein Ding hochfahren kannst, dann ist das, glaube ich, auch Poller. Nee, das ist doch der... Du meinst dieses Ding, dieses, was die immer aufstellen, wie heißt denn das nochmal? Nee, diese Dinger, die du hochholst, wie heißt denn das Ding? Den Warnschild? Nee, dieser... Wenn du Kinopremieren oder so... Wie heißt das denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Wenn du so Kinopremieren hast, wenn so Kordeln, die Dinger, wo die Kordeln dran hängen. Okay, das kenne ich, alles klar. Man muss immer Sachen mit Dingen. Und Samurai-Schwert. Okay. Also Samurai-Schwert und... Also Movement. Kann man uns schon mal darauf einigen, ist es nicht, weil die stehen nur rum, diese Poller. Ein Samurai-Schwert. Samurai-Schwert bewegt sich ja. Nee. Das macht ein Samurai-Schwert wird bewegt ja. Und ein Poller wird auch bewegt. Der steht ja nicht immer da rum, die werden ja immer hin und her bewegt. Es wird anders bewegt, aber es wird beides erstmal von einem Menschen bewegt. Ja, aber die Bewegung ist doch eine super schnell ja, und das andere ist total langsam, weil es so schwer ist, der Poller. Einmal einfach bewegen, hinstellen, bewegen, hinstellen. Wenn du guckst, wie sich das Gerät im Raum bewegt, aber okay, halt sag gerade beim Kampf was besser. Also wichtig ist halt hier... Der Preis, das Samurai-Schwert ist viel teurer. Also viel teurer. Ja. Zack. Dann die Länge. Moment, aber wenn es liegt, schau mal, wenn du das Samurai-Schwert hinlegst, ist er wirklich flach und Poller, wenn du den hinlegst, hat der. Ja, ist immer höher. Ist der höher. Ein Samurai-Schwert ist doch flach. Längs auf the lying object. Ja, genau. Das liegt flach. Leg mal eins hin und wenn ein Poller längs hinlegst, ist der größer. Der hat ja mal die Länge. Ja. Nein, nicht die Länge. Länge ist das da. Die Höhe des liegenden Objektes. Wenn es die Höhe hoch ist. Genau. Okay. Ja, aber dann machen wir die Länge unterschiedlich, ne? Nee, nein, die Höhe ist unterschiedlich. Die Höhe, ja. Okay. Aber die Länge finde ich tatsächlich, das könnte sogar sein. Ja, genau. Das Volumen ist auch ein anderes. Ja, auf jeden Fall. Ah ja, natürlich, klar. Der Poller ist kürzer, das Schwert ist dünner, dafür länger. Es war nicht so einfach. Das Volumen von so einem Poller. Und das Poller ist halt nur so. Ja, es war echt schwierig, weil ich konnte. Der Poller doch ein super krasses Volumen. Der hohes Volumen. Ich denke, nee, du denkst halt an die Metallpoller. Ich habe halt die Plastikpoller, die wir überall inzwischen haben. Aber auch die haben doch ein höheres Volumen. Die sind in Hohl unter anderem. Also die sind ganz leicht. Ja, aber es ist ja egal, ob es in Hohl ist. Das Volumen ist auch das habe ich jetzt genommen. Ja, vor allem, die sind dafür kürzer. Ich hatte so auch gedacht, das Problem bei Samurai-Schwert ist halt, es gibt halt wirklich mega lange Dinger, genau. So richtig lange Zweihänder, also länger als ein Katana, dann gibt es die Katanas, ja. Dann gibt es diese Taitos und so weiter. Zum Glück, ihr habt bei Samurai-Schwert halt alle einen Katana im Kopf, einen Anderthalbhänder wahrscheinlich. Das ist so das Standard-Samurai-Schwert. Weiß im Kopf. Aber trotzdem. Ich habe jetzt überlegt, ist ganz einfach, ich schreibe Langschwert auf. Ach scheiße, Material. Höhe des Objektes, Bewegung wäre gleich und so weiter. Also waren alle Schwerter raus, alles mit Metall. Aber ja. Gut. Jetzt haben wir das Spiel verstanden haben, wird es schwieriger. Ja, ich freue mich auch schon, dass es auf mein wenn ihr mein Wort seht. Gut. Und Bewegung, 0 Punkte. Poller begrenzt Bewegung. Poller wird halt auch durch Menschen. Dann aber auch. Ja, schon, aber unterschiedliche Geschwindigkeit halt. Dorfbewohner, bitte die Augen schließen drauf an. Ja. Mhm. Ich bin jetzt hier ungefähr gleich machen. Ja, aber trotzdem, ich wäre halt irgendwie, würdest du das aufschreiben, wenn du Samurai-Schwert hättest? Das kommt auf die anderen Sachen. Das gleiche Volumen zu treffen, dass die anderen alle, also... Ich habe lange überlegt, mir fiel kein Gegenstand ein. Und ich habe auch lange überlegt. Gut, schon mal neu da. Okay. Ich freue mich. Was hast du? Das Schweizer Armeemesser. Oh, mega. Ja, sind ja in der militärischen Ecke. Muss ich vergleichen mit dem Schraubenzieher. Aha, das ist nicht mehr. Also können wir uns erstmal beim Preis einigen, weil die sind echt fucking teuer. Ja. Also Schraubenzieher kostet 5 Euro. Ja, das kommt weg. Tja. Das gibt weltweit. Explanation Effort. Ein Schraubenzieher erkläre ich dir, aber da musst du jedes einzelne erklären. Das ist ein Teil davon. Das hat er ganz auch viel länger. Da ist ja ein Schraubenzieher dabei im Idealfall. Genau, deswegen musst du alles auch noch erklären. Genau, deswegen kommt das weg, ja. Ich würde auch sagen, Frequency Worldwide, also es gibt mehr Schraubenzieher als Swiss Army Knives, weil jedes Swiss Army Knife auch ein Schraubenzieher ist. Ja, natürlich. Ja. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Länge eindeutig unterschiedlich, Swiss Army, also Army Knife, Schraubenzieher. Nee. Was? Schraubenzieher ist doch viel länger. Nee. Na, sie können unterschiedlich lang sein, aber es gibt so der durchschnittliche Standardschraubenzieher ist so und so ein Swiss Army Knife. Gibt auch kleine, aber... Ja, müssen wir ja erfahren. Es gibt unterschiedliche Längen. Material ist ähnlich. Ja, liegendes Objekt ist ähnlich. Mit Metall. Wenn wir es beides hinlegen, ist ungefähr gleich. Ja. Ich würde erstmal Länge noch. Movement ist gleich. Ja, weil das ist beides dann. Na, wobei, damit gibt es unterschiedliche Bewegungen, damit gibt es eine. Könnte man so sehen, ja. Volumen ist gleich. Lass uns erstmal länger rausnehmen, bevor wir. Ich würde länger, dann am ehesten rausnehmen. Aber jetzt wird es schwierig. Finde ich. Beim Material sind die wirklich klar. Außer man sagt halt, ein Schraubenzieher hat immer so ein Gummi. Ja, aber das hat ja auch zu sein, hat ja auch Plastikelemente. Das rote Zeug. Naja, es gibt auch. Ja, das rote Zeug kann auch aus Metall sein. Das kann auch aus Metall sein, das stimmt. Das rote Zeug kann aus Metall sein. Die guten sind auch aus Metall. Tatsächlich, die sind dann irgendwie ein bisschen überzogen. Ich habe noch keinen Schraubenzieher gesehen, der an einem Ende nicht dieses Gummi hätte, damit man es besser halten kann. Ja. Gummiplastik. Genau. Das ist jetzt die Frage, was für Swiss Army Knife der im Kopf hatte. Du würdest doch, wenn es mit Material wäre... In meinem Kopf ist halt ein Teil von Samurai-Schwert nehmen. Ja, ja. Das hättest du mal aufschreiben sollen. Das wäre sehr lustig gewesen, wenn du jetzt dazu Samurai-Schwert aufgeschrieben hättest. Höhe des liegenden Objektes. Ja, ist gleich. Das ist gleich. Der Griff hinten ist ungefähr so, das fürs andere, das ist ungefähr ja, gleich. Ungefähr ja. Gleich. Bewegung, ich behaupte immer noch, das sind unterschiedliche Bewegungen, das ist eine Bewegung. Mit Swiss Army Knife machst du ja auch schneiden oder, na gut, Korkenzieher ist auch drehen. Es ist zwar ähnlich, aber unter den Vieren tatsächlich würde ich auch noch am ehesten ein anderes Movement vermuten. Weg. Okay. Ja, auch eine Säge ist dabei, ist ja auch eine ganz andere ja. Bewegung und Schneiden. Ja. Schere. Das waren die Sachen, die ich noch gesucht habe. So. Ja. Ich würde sagen, das Volumen ist schon auch unterschiedlich. Also, schon also ich würde von den dreien, glaube ich, am ehesten das Material rausnehmen. Mit der Begründung. Das hat beides noch ein bisschen Kunststoff. Beides Kunststoff, beides Metall. So? Okay. Überleg mal, was würdest du denn schreiben, wenn du das gleiche Material hättest? Hätte ich, also, dann würde ich, glaube ich, Gabel schreiben oder sowas. Gabel? Aber schwarze Army-Messer ist... Reverse Engineering, das ist eine gute Idee. Er hat Material, nehmen wir mal an, er hat Material und er hat Swiss Army Knife. Und er braucht halt sowas, was da gleich ist und zu den anderen Sachen nicht passt. Dann würdest du vielleicht nicht Schraubenzieher, was würdest du denn stattdessen aufschreiben? Ja, Gabel hätte ich geschrieben. Aber Gabel ist nur aus Metall, dann würdest du nicht das aufschreiben. Ja, für mich ist ein Swiss Army Knife nur aus Metall. Nee, das ist immer aus. Also ich kenne die fast Ich meine, dass das außen so eine Plastikummantelung ist. Ja, auch. Ich habe die sind billigen halt. Nee, auch bei den normalen. Das ist nicht aus Vollmetall. Das rot eingefärbt ist? Hab ich gedacht, das wäre aus Metall. Ja, würde ich auch sagen. Ja, okay, dann ist es tatsächlich gleich. Hat jemand irgendwie Ben? Ja. Kann der Chance das nicht sagen. Aber ich weiß nicht, ob es original ist. Es lag mal hier. Es ist auf jeden Fall da. Ja, es ist nicht weg. Okay. Volumen ist halt auch schwierig. Weil also, Gabel hätte er geschrieben, wenn er das nicht hätte, meinst du? Nee, wenn er das hätte. Weil nein, ich hätte Gabel geschrieben, aber ich habe mich überzeugt, dass es nicht gut gewesen wäre. Aber außer er sieht das so wie du. Das kann ja sein, wir können uns auch... Nee, es kann wirklich gut sein, dass ich es genauso gesehen habe und deswegen Schraubenzieher aufgeschrieben habe, weil er wusste, da hinten ist ja dieses Plastik und dann kann es halt doch genau passen. Was ist denn mit Volumen nochmal? Ja, ich würde jetzt sagen... Wenn du es dir anguckst, so ein Swiss Army Knife, da ist halt so viel drin, dass man sagen könnte, Schraubenzieher ist ja mit drin und deswegen ist das Volumen vom Swiss Army Knife höher. Also sie nimmt schon weniger Platz weg. Ein Swiss Army Knife nimmt weniger Platz als ein durchschnittlicher Schraubenzieher weg. Ich glaube, das Volumen ist höher. In der Regel ist sie so groß wie der Griff von einem normalen Schraubenzieher. Das ist das Swiss Army Knife komplett. Ja, ja. Also würde ich sagen, Kicker. Weil der jetzt denkt, der Schraubenzieher ist länger und mehr Volumen, oder wie? Genau, dass der Schraubenzieher mehr Volumen hat. Okay. Okay. Das war auch voll die richtige, also wirklich die richtige Argumentation, so habe ich auch gedacht. Okay, aber jetzt habe ich ein Problem mit den letzten beiden, weil die Höhe ist doch eigentlich gleich. Na, das Gute ist, wenn wir, offensichtlich hatten wir hiermit recht, dass er hier an einen größeren gedacht hat, sonst hätte das nicht funktioniert mit dem Volumen. Ne? Nur wenn er an einen normal großen denkt. Aber die Größe ist ja unerheblich. Ja, aber der Punkt ist, wenn es liegt, je größer, desto eher auch der Griff. Der Griff ist ja, was die Höhe macht beim Schraubenzieher. Ne? Das ist das, was die Höhe macht beim Schraubenzieher. Du glaubst, das ist Material, meinst du? Ich glaube, das ist Material. Ich könnte es mir auch vorstellen, dass es das ist, aber die sind halt auch, er hat halt an einen großen gedacht, so einen typischen durchschnittlichen. Sonst hätte das mit der Griff, ne, unterschiedliches Volumen, das Ding ist nur der Griff vom Schraubenzieher, nicht funktioniert. Okay, ja, okay, und dann ist aber das Problem, dass die Höhe schon sehr identisch ist. Ja, aber vielleicht ist das dann ein Stückchen höher. Ja, ich würde auch sagen, er hat das. Mach. Ja! Sehr schön, sehr schön. Ich habe auch genauso wirklich gedacht mit dem Material. Da hast du auch gedacht, so Hartplastik und irgendwie und dann Metall in der Mitte. Nur weil es schon eine Komposition ist aus mehreren. Ja. So, dann macht euch jetzt bereit. Augen zu. Augen zu. Ich muss selber nochmal gucken, dass ich nichts falsch mache. Oh, ich meine, so clever. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht Augen zu. Finden. Alle Augen zu. Entschuldigung. Okay. Jetzt könnt ihr gucken. Und ich habe einen Sportsbow. Also wir bleiben so ein bisschen im Martialischen. In dem Sport. Ja, aber bei dir war es ja auch das. Ne, also ein Bogen ist ja ursprünglich auch eine Meins ist ganz anders. Ich habe ein Skateboard. Beides Sport. Der Sport, die sind schon beides teure Sachen. Aber ich, obwohl Holz und Holz. Die sind beide aus. Nee, nicht Holz und Holz. Das Zeug ist heutzutage beides aus Kunststoff. Da ist nichts aus Holz mehr. Ja. Aber ist trotzdem das ähnliches Material. Genau. Also ich würde sagen, es ist ähnliches Material. Also beim Skateboard hast du in der Regel noch ein bisschen Metall, beim Sportbogen weiß ich gar nicht. Also das ist unterschiedlich. Ja, weil das Skateboard, das liegt ja noch auf seinen Rädern sogar noch trotzdem steht, ja, während der Bogen echt flach ist. Also ich möchte behaupten, ein Sportbogen ist immer noch deutlich teurer, selbst wenn Skateboards teuer sind, ist ein Sportbogen teurer. Ja, wollen wir? Ja. Ich glaube auch, dass es viel mehr Skateboards als Sportwagen. Würde ich auch mitgehen, vor allem weil man die auch zimmern kann, dann sind wir beim Holz. Movement auf jeden Fall auch. Skateboard zum Bewegen, beim Bogen stehst du, absolut. Erklärungs... Also ja, doch, den Sportbogen, bis du den bedient hast, gerade die Compound, diese... Pfeil auflegen, ziehen, loslassen, der fliegt irgendwo hin. Ob du es gut machst? Nee, ein Sportbogen ist aber so, dass du den ja... Mit den Einstellungen und so weiter. Einstellungen und sowas. Also meinst du richtig erklärt, wie alles funktioniert? Beim Skateboard kannst du nichts einstellen groß, irgendwie, wirklich nicht. Kannst du die Schrauben fester ziehen oder? Ja, nee, aber beim Sportbogen... Ja, würde ich auch sagen. Die Vorspannung... Ich lasse mich überzeugen. Ich glaube, es ist die Länge, alles andere könnt ihr rausnehmen. So, macht das Karl? Macht das Karl? Klar. Aber ein Skateboard ist ungefähr so und ein Sportbogen ist doch so groß. Dann müssen wir mal das diskutieren. Ja, Sportbogen ist wirklich groß. Aber insofern würde ich vorschlagen, lass uns doch mal länger raus. Danke, Ben. Ich tue mich sehr schwer, das Volumen zu vergleichen. Ja, das dadurch, dass ich mich damit schwer tue, hat er vielleicht nicht das genommen, um Volumen zu beschreiben. Material, du hast ja immer noch irgendwie einen, beim Skateboard ist es ja schon grundsolide und beim Sportbogen hast du immer noch diesen, ich weiß nicht, was es ist, dieses fadenartige. Das, die Sehne meinst du? Die Sehne, ja, das ist sowas, also ja genau, du hast ja beim Skateboard hast du kein solch Material. Der hat auf jeden Fall keine Sehne zum Spannen, genau. Er hat keine Sehne, keine Feder oder ich weiß nicht, also so Sportbogen ist auf jeden Fall alles Kunststoff. Also wenn du fliegst, bei und es ist ja auch hoch. Auch der kann sich auch, ein Sportbogen hat ja immer noch eher eine Möglichkeit, sich so ein Stück weit zu verbiegen auch. Das Skateboard ist schon relativ steif. Ja, also es gibt auf jeden Fall materielle Unterschiede. Nichts davon passt perfekt, aber alles ist nicht so super weit auseinander. Nee. Das Volumen ist auch unterschiedlich, also auf jeden Fall, aber auch nicht so mega weit auseinander. Aber auch das hier, wenn es liegt, ich meine, der Sportbogen ist ja auch nicht so super dünn. Ich glaube, das ist am dichtesten dran tatsächlich. Liegt weil das Skateboard ist ungefähr so hoch und der Bogen ist dann vielleicht so. So steht ja ein Skateboard, so müsste es ja liegen. Ja, nee, aber Dinge können ja, es gibt Dinge, die gleichzeitig stehen und liegen können. Zwerg. Ja. Das war das, was ich meinte. Ich entschuldige mich. Also ein Skateboard ist ja ungefähr so hoch. Und der Sportbogen wird dann, wenn die liegen, haben die nicht einen viel geringeren Verteilungswert, als wenn sie stehen. Aber ich glaube auch, dass das ist. Ich glaube, in D&D sind Schlangen immun dagegen, prone zu gehen, also liegend, den Zustand liegend zu erhalten. Wakan sagt, dass sie hängt. Auf Twitch anscheinend nicht. Irgendwie hängt der heute die ganze Zeit mal ein bisschen, aber wenn ich hier gucke, sieht alles normal aus. Aber hier bringt er auch mal ab. Aber das Volumen ist halt super schwer einzuschätzen. Meint ihr, ihr nimmt das, wenn es ihm um das Volumen geht? Vor allem, wenn das auch dicht beieinander ist? Er kriegt Sportbogen. Also ich tendiere gerade dazu, dass es das ist. Oder das, weil er sagt, ist beides so kunststoffmäßig. Und er hat gerade sehr viel über Material geredet. Vielleicht war es in seinem Kopf präsent. Kann auch Holz sein. Das gibt es aber auch beim Bogen dann wiederum. Ne? Aber bei Sportbögen heutzutage? Die sind doch nicht nur aus Holz. Nee, das hast du recht. Also diese, wie heißt denn dieses Bogen, dieses japanische Bogenschießen, wie hieß denn das? Ist das Zen-Bogenschießen? Nee, Zen heißt das nicht. Das, die kann sein, dass die aus Holz sind tatsächlich noch. Moderne Sportbögen sehen ja aus, als wären sie ein halber Roboter. Ja. Aber die schießen auch wahrscheinlich. Weil ja, wir müssen das rausnehmen. Was nehmen wir? Volumen? Riskieren wir es? Ja. Ihr beide habt Volumen gesagt. Ich ich hätte Angel genommen, Material. Damit es näher so was ist. Stimmt, weil da eine Sehne dabei ist. Genau, wegen der Sehne, hätte ich mir gedacht. Danke. Da habe ich halt Befürchtungen gehabt. Da habe ich gedacht, dass es da, aber da habe ich eigentlich gedacht, habe ich es noch gut hingekriegt. Hast du auch. Aber wenn es das jetzt nicht gewesen wäre, hätten wir als nächstes Material genommen. Ja. Wir kriegen einen Punkt. Ne? Einen. So. Das heißt, Ben muss es jetzt reißen, ne? Damit wir noch gewinnen können. Achso. Wir können nicht mehr gewinnen. Können wir nicht? Doch, wenn wir nicht. Ja, da haben wir einen dritten Platz gemacht. Genau. Hier werden wir getröstet. Das ist der Trostplatz. Da kriegen wir so Blumen geschenkt. Und hier oben, da wollen wir eigentlich hinkommen. Okay, während du die Dinger setzt, gehe ich mal schnell um die Ecke, bis ich wiederkomme, hast du die gestellt. Ihr könnt ja schon mit diskutieren. Ja. Ich habe den Fehler gemacht. Cool, aber da habt ihr alles super gemacht eigentlich. Ja, bis dahin war es super. Dann mach doch einmal die Augen zu. Nee, wir warten. Warum? Ja, können wir machen. Achso, wir können da die Augen schon mal zumachen, ja klar. Karl verfolgt uns wahrscheinlich im Stream. Aber der Chat hat mir dazu geholfen. Die haben geschrieben, Herr Volumen ist doch voll naheliegend. Ja. Volumen hätte Angel aber auch gut gepasst. Ja, deswegen war mir die Befürchtung. Dieser Remix kam doch immer nicht auf Deutsch, ne? Wer? Remix. Also, Marvel. Doch, doch, du kannst das auf Messer auf Deutsch kaufen. Ja? Okay. Ja. Welches? Marvel Remix. Ja, da gab's Deutsch, ja. Okay. Gab's auf Deutsch. Ich hab's noch nicht gesehen, deswegen ich weiß nicht von lange. Das mochte ich. Ja, ich auch. Das Beste für mich von den dreien. Ich finde auch, also naja, beides gleich gut. Finde ich. Aber ich fand sogar Star Trek hat halt seinen eigenen Reiz. Das ist halt so schade, weil halt Star Trek ist ausgerechnet, das ist das Schwächste von denen. Ja, aber das es hat halt oft gehabt, dass Karten keinen eigenen Wert hatten, sondern nur durch andere Karten überhaupt einen Wert bekommen haben. Ja, genau. Das fand ich gar nicht so schlecht. Aber ja, die Idee war besser als die Umsetzung, weil es dann spielerisch gespielt hat, ja. Läuft denn der Twitch auf, der Stream auf Twitch? Ja, sie haben gemeint, sie schauen auf Twitch. Da, es läuft hier alles absolut perfekt. Keine Aussetzer und trotzdem hängt er hier auf YouTube ständig. Vielleicht liegt das gerade an meinem Netz hier zu Hause, das könnte sein. Kappa. Okay. Ja. Mhm. So, deck auf. Jetzt bin ich gespannt. Also, ob wir das Spiel noch gewinnen oder nicht. Also, es ist ja sehr friedlich. Ich habe auch ein sehr friedliches Wort. Ich habe nämlich Scarecrow. Aber sehr cool. Ja. Jetzt steht da der Hund oder so drauf. Und du hast? Bane. Okay. Wo ist Batman? Also, ne, das sind beides Schurken von Batman. Bane ist eine Person, das ist ja auch ein Objekt. Ja, aber das geht wieder nicht, weil was soll denn Preis jetzt zum Beispiel sein? Die werden beide, kosten beide ungefähr gleich. Du musst Frequency worldwide, also Bane ist schon auch ungefähr gleich. Als Scarecrow. Also Bane hat auf jeden Fall ein viel fetteres Volumen. Erstmal Volumen, ne? Genau. Ja, und bei Preis und Frequency, die kommen halt beide in Batman-Comics vor, das heißt, das wird quasi gleich sein, wobei Bane schon der häufig vorkommendere ist, aber... Also die Größe erstmal? Gleich. Die Größe, nee. Bane ist größer. Bane ist halt so ein Monster-Typ. Genau, aber wollen wir nicht erstmal Movement ausnehmen? Weil Bane ist... Bane ist schneller, ja. Genau. Also nehmen wir Movement? Ja, wobei, also ja. Doch, Bane Scarecrow, aber ich weiß nicht, wie schnell der ist. Der muss nicht schnell sein. Aber hier Länge auch, also... Höhe des liegenden Objekts. Bane ist... Höher. Ja. Auf jeden Fall, Scarecrow ist ja eher hager. Ja. Material sind es das gleiche, oder? Oder kann man sagen, weil Bane ja so viele Sachen hat. Bane besteht nämlich eben... Der hat ja diese Droge reingepumpt, diese Chemie, die ihn so aufpumpt. Und Scarecrow arbeitet wiederum, aber auch mit Chemie, weil ja der letzten Endes dieses Gas verwendet. Ja, aber es geht ja nicht nur... Es geht auch was der anhaben, hätte ich es gesagt. Der Scarecrow hat ja seinen Sack auf dem Kopf und sowas. Und, ja. Und vielleicht geht er hier dann auch wieder ein bisschen auf die tatsächliche Vogelscheuche zurück, die dann ja... Das Problem ist, wir nehmen jetzt Scarecrow immer als im Batman-Universum. Wir werden nicht mehr die Vogelscheuchen nehmen, oder? Ja, ich würde sagen, wir machen es vorsichtshalber, weil das ist halt Batman-Universum. Also bleiben wir komplett im Batman-Universum. Der Explanation-Effort wäre identisch. Genau, dann wäre nämlich identisch. Ja, jemand zu erklären. Bösewicht von Batman. Und dann musst du erklären, wie sie gesagt haben, gekommen sind. Es kommt das Gleiche raus. Genau, das heißt. Aber dann hast du auch Frequency. Ja, Bane ist 1. Ja, aber Bane ist halt. Bane ist, kommt, glaube ich, häufig. Also Bane ist bekannter als Scarecrow. Ah, findest du? Also jetzt nochmal, einfacher finde ich von allen jetzt tatsächlich die Länge, weil ich glaube, die sind nicht gleich groß. Also in Arkham kam zum Beispiel Scarecrow vor, hat sogar ein eigenes Spiel bekommen und Bane nicht. Doch, Bane ist auch in Arkham drin. Ja, ist drin, aber Scarecrow hat einen eigenen Titel bekommen, wo er der Hauptcharakter war. In welchem ist er denn Hauptcharakter? In dem dritten oder was? Genau. City. Das habe ich wiederum nicht gespielt, aber ja, da ist er präsent. Andererseits genau, das kommt richtig, Bane also in 2 Kinofilmen vor und Scarecrow nur in einem. Das hat Ben aber so detailliert nicht erfasst. Ne, Bane kommt ja schon in dem alten vor mit George Clooney? Ja, ja. Da ist ja der Henchman für Poison Ivy gespielt von Uma Thurman. Ja. Da kommt auch schon Bane vor und Bane ist der Gegenspieler in halt dem dritten Batman-Film. Ja, genau. Den der Batman ja natürlich ein bisschen noch mehr bekannter ist. Dark Knight Returns. Ah, Dark Knight Returns, ja. Und Batman ist, also der Film ist ja eine größere Reichweite als Arkham City, das Spiel. Tatsächlich. Plus, er hat jetzt eine Rolle gespielt in dem neuesten Poison Ivy Comic-Serie, die hast du aber nicht auf dem Schirm. Der Preis ist halt einfach nicht zu beziffern. Die Preise, die ist halt theoretisch auch identisch, weil beide in Comics vorkommen, die du gleich kaufst, aber... Na, Bane hat das nicht was gekostet, den zu machen? Ja, Scarecrow muss seine Chemie bezahlen, das sind wir an dem Punkt, das kann man schwer vergleichen. Freaking the World ist einfach 1-1. Ben hat gehofft, dass wir sehr schnell dabei sind, dass das identisch ist und den Rest einfach rausnehmen können. Das ist halt sehr viel identisch. Das ist halt auch 1-1. Also hier ist es auf jeden Fall gleich. Das am ehesten. Wir haben ja gerade drüber diskutiert. Bane kommt vielleicht, ist noch einer von der konzentrierteren Riege von Batman Comics her. Dass der einfach vielleicht ein bisschen häufiger vorkommt. Ich glaube, Scarecrow kommt häufiger vor als Bane. Bitte, lieber Chat, verbessert mich. Es gibt auch mehr Comics mit Scarecrow als mit Bane. Das kann ich mir kaum vorstellen. Hätte ich jetzt gedacht. Bei mir hängt da jetzt alle 30 Bane ist ja absolut ikonisch, der alte mexikanische Wrestler. Komisch, Twitch ist ohne Probleme, aber dann heißt es ja, aber dann heißt es ja, dass es an YouTube liegen muss und nicht an uns, genau. Weil Twitcher läuft. Aber das stimmt schon, die sind schwer zu vergleichen. Bei der Länge können wir auf jeden Fall, die sind unterschiedlich. Also, oder? Ne? Ja. Wir nehmen das jetzt einfach mal raus. Okay. Und ja, Material, es sind beides Personen. Aber Petra sagt, die läuft die ganze Zeit ohne Probleme, also anscheinend lokal. Kann auch sein. Unterschiede. Okay. Die sind halt schon sehr unterschiedlich gebaut und so weiter, dass man vielleicht, okay, die sind beide aus Fleisch und Wasser und so weiter. Aber ich denke, das ist es auch nicht. Das würde mich sehr wundern, wenn es das ist, oder? Na, aber ist es nicht genau das, was es, also wenn man jetzt halt nur die Person nehmen würde, der eine hat halt Gift und menschliche Anteile und Ben hat auch Gift und menschliche Anteile. Wäre es dann nicht fast leichter gewesen, Baum zu schreiben, weil beides aus Holz ist? Nee, er wollte halt Gag machen. Er wollte halt so diesen Batman-Universum. Nee, ich glaube, er hat schon überlegt. Nee, das glaube ich nicht. Aber Baum hätte halt für alles funktioniert, ne? Wenn es jetzt darum ginge, dass das Material das gleiche ist, hätte Baum ja, aber er wollte ja das Spiel brechen, er wollte in ein anderes Universum gehen. Und ich nicht. Ben wollte schon gewinnen. Ja schon, ja klar will er gewinnen. Er wollte schon was aufschreiben. Ich glaube, er hätte bei Material Baum aufgeschrieben. Das hätte er gesehen. Bei Baum für alles an, ne? Frequenz, Preis, Länge, Höhe, Bewegung, Erklärungsaufwand ist auch unterschiedlich, Volumen ist, also Baum wäre perfekt gewesen, wenn es um Material geht. Ein Baum und Scared? Also eine Vogelscheuche? Ja, die Vogelscheuche ist ja auch aus Holz dann. Die steckt ja auf dem Holz. Stroh ist das. Stroh und Holz. Ja, beides Pflanzen und so weiter. Ich glaube, das hätte funktioniert. Das ist beides Holz. Wobei sind wir? Wir haben überlegen, warum er nicht Materialien genommen haben könnte, weil sie ja beide Menschen quasi sind. Der eine hat mit Chemie vollgepumpt, der andere benutzt Chemie nur extern. Ich lege mich fest, ich glaube, es ist Frequency Worldwide. Ich glaube, es ist Explanation. Weil er sich überlegt hat, Scarecrow gibt es nur einmal, Bane gibt es nur einmal, dann hat er irgendwas, was nur einfach ist. Oder es ist natürlich so, bei Bane kannst du erklären, der ist halt mega stark, hat eine hohe Körperkraft und Scarecrow benutzt, aber ist auch genauso schnell erklärt, benutzt so Toxine, die Angst haben. Frequency Worldwide könnte natürlich auch sein, wie häufig kommt es in Comics vor. Dann könnte man auch sagen, was glaubst du ist häufiger, Bane oder Scarecrow? Wie kommt er denn da drauf, dass wenn er Scarecrow hat und dann auf Price, dann würdest du nicht... Der ist eigentlich auch identisch. Nee, das stimmt. Hey, das ist Quatsch. Das hier ist Quatsch. Nehmen wir jetzt gerade. Nimm mal raus. Nee, du kriegst doch nicht Scarecrow und dann Price. Und dann denkst du, dann nehme ich Bane. Eigentlich sind sie halt gleich beim Preis, weil sie halt beide, kaufst du Comics für oder was auch immer, die kommen im gleichen Medium vor, kosten also dasselbe. Aber was war ein Scarecrow früher mal? Wie früher mal? Bevor er, der hat doch einen richtigen Beruf gehabt auch. Du weißt, es war ein Scarecrow davor. Das war eine Geschichte. Es kommt ja ein bisschen drauf an. Es gibt doch die ganzen. Hat er nicht im Chemielabor gearbeitet? Ich glaube auch, der war nämlich Wissenschaftler. Aber ihr seid jetzt beim Film, ihr seid bei dem Nolan-Film gerade. Das ist doch je nachdem, welcher Comic, die haben unterschiedliche. Gibt so viele. Aber Bane war schon immer einfach ein Evil Guy, fertig. Bane hat auch mal die tragischere oder weniger tragische Backstory. Das kommt ein bisschen auf die. Was sagen wir als Scarecrow nochmal? Der hat doch das. Hat er nicht irgendjemanden verloren und hat deswegen sich diese Droge. Du bist doch hier bei Mr. Freeze. Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht bei Mr. Freeze. Nein. Ich glaube, der hat einen Grund gehabt, warum man die Drogen sozusagen so. Mit dem Träumen oder irgendwie Villains sind eigentlich immer alles tragische Gestalten. Immer tragische Gestalten. So, jetzt reden wir nochmal über... Am schlimmsten das Mädchen, das nicht erwachsen wird. Oh Gott, Explanation Effort. Das ist halt identisch, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Ich halte die Explanation Effort für sehr gleich. Ja, und die Frequency Worldwide am Ende auch sehr gleich. Bane geht ja halt, haut drauf. Und ich finde auch, dass man Bane leichter erklären kann, weil bei Scarecrow muss ich halt in diese ganze... Benutzt Gas, das Angst macht. Angst macht. Ja, genau. Ja. Bane ist halt nur stark. Oder du erklärst beide. Es sind beides Batman-Bösewichte. Das ist halt jetzt schwierig. Ja, hast recht. Schwierig abzuschätzen. Also die können halt, die können es beide sein. Ich würde irgendwie das jetzt erstmal noch Poison Ivy erkläre oder sowas ist schon noch was anderes. Poison Ivy kontrolliert Pflanzen. Ist giftig. Du kannst die, also das ist ja, die sind ja mit Absicht so designt, damit du die mit einem Satz erklären kannst. Ja. Ich würde Material auch rausnehmen. Ich glaube, das ist wirklich unterschiedlich bei den beiden. Wir nehmen Material raus. Ja, nimm raus. Ich habe vor kurzem was gelesen dazu. Da ging es um ein Setting für D&D. Das ist ein sehr komplexes Setting, wenn du es heute liest. Und damals aber die Aufgabe war, ein Setting zu designen, das irgendwie 4, 5 verschiedene Sachen berücksichtigt, ehemalige Produkte macht und es muss in 20 Worten erklärbar sein. Das war auch Teil davon. So, dann setz dich hin und überleg dir was. Und das Gleiche gilt ja auch für sowas. Wenn du was neu designst, dann... Ich bin bei Frequency Worldwide. Ich schwanke zwischen den beiden, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Frequency Worldwide. Damit machen wir jetzt Explanation Effort hoch. bevor ihr irgendwas macht, ihr müsst, ich fand eure Diskussion sehr spannend und ich fand es noch höher, dass man jetzt nicht aufgedeckt habt. Comics weltweit, ihr seid bei irgendwelchen Filmen, müsst auch immer schreiben, wer das aufgeschrieben hat. Ich kenne doch diese ganzen Comics nicht, das weißt du auch, dass ich... Du hast Comics auf der Messe, wenn du Bane schreibst. Nee. Und gerade bei Scarecrow, Vogelscheuche, ich natürlich über Gedanken, aber ich habe erst bei der ganzen normalen Vogelscheuche und dann dachte ich mir, oh, was könnte das sein? Da dachte ich mir, nehme Bane, mache ich es eindeutig, weil ich es dann noch gleich in eine Richtung bringe. Nimm mal hoch. Das war wirklich die Frequency Word Vibe. Also gibt es halt beide einmal. Punkt. Bei Scarecrow, der steht auf jedem Acker. Was steht denn noch irgendwie auf jedem Acker? Das ist nur einmal irgendwie neben Haus. Es gibt mehr Äcker als Häuser. Und deswegen, ich habe nicht nur einen Gag gemacht. Ich war erst, habe ich lange über die Vogelscheuchen nachgedacht. Und dann dachte ich, nee, Scarecrow. Aber du hast gemerkt, wie schwierig es war. Ja, und deswegen dachte ich mir auch, es wird hoffentlich nicht ganz so einfach sein. Und ich kenne die beiden tatsächlich nur aus dem Batman-Film. Und da sind für mich beide gleich präsent, weil in dem zweiten Nolan gibt es den, im anderen gibt es den, was ich dann vom Batman-Film, den ich vor 20 Jahren mal geguckt habe. Also ob ich da, ich weiß, dass... Du kennst dich doch gerade mit älteren Filmen aus. Erzähl mir nicht. Nee, aber es hätte ja schon sein können, dass du irgendwie denkst, im Sinne, also wenn du jetzt einen Joker genommen hättest, Das ist genau der gleiche Film. Den Joker. Und dann mal aber du hättest ja schon gewusst, hättest du jetzt einen Joker genommen, hättest du immer noch gesagt, das ist 1:1? Ja. Die werden beide einzigartig, aber naja, also es gibt halt diese ganzen 1000 Universen. Genau. Der Joker ist tatsächlich schwerer zu erklären als die anderen, witzigerweise, obwohl es der ikonischste ist. Aber wir haben es geschafft. 1, 2, 3. Ja, immerhin. Soll ich vorlesen, was es bedeutet? Ja. Außerdem, also ab den 90ern kennst du doch Filme eher als neu. Ja, das ist mal bei Carl. Ich hab die mal gesehen. Wo Carl den Poller mit dem gleichen Volumen ausstattete wie... Also ihr habt das Spiel gewonnen, ihr könnt stolz sein auf die Performance eures Teams, aber es gibt immer noch etwas Verbesserungspotenzial. Ja, sehr schön. Aber ein nettes Spiel. Ja. Ich habe gerade geguckt, ich habe es mir schon bestellt. Aber auf Deutsch hoffentlich. Ja. Echt? Ich dachte so. Hattest du das noch nicht? Nee, das gibt's. Aber du brauchst halt ganz klar diskussionsfreudige Gruppen dafür, also damit es am besten funktioniert. Ja. Logisch nett. Ich finde vor allem, dieses Scoring funktioniert hier sehr gut. Also das mit den Hütchen und so. Das ist ein Spiel tatsächlich, wo es mal ein Partyspiel ist, wo es das Scoring tatsächlich ich spüre. Ja. Weil dadurch spüre ich das hier irgendwie, dass wir jetzt gerade nicht auch gut performt haben oder so. Gegen eine Tabelle oder sowas scoren oder sowas, das ist schon gut. Das haben wir auch total übernommen, ne? Wir fragen auch jetzt immer, aber spürst du das, was du da machst? Das ist mal der Chefcheck. Ja, das ist richtig. Danke, das freue ich mich. Also das habe ich ja schon gehört, als ich einen Podcast aufgenommen, haben wir Plantanuvo gesprochen und dann mal alles mir gesagt, also er wirst halt enttäuscht sein, du spürst davon halt nichts. Ja, bist du. Und das spürst du davon gar nicht. Ja, aber deswegen habe ich auf das Spiel so gefreut eigentlich. Weil du das Thema haben wollte. Ja, weil ich das Thema gesehen habe und dachte, oh wie geil und wie sieht das aus und mega und dann haben alle halt gesagt, gar nichts. Du fest halt mit dem Stepcheck checkst du eigentlich auch einen der größten Prioritätsunterschiede zwischen Brettspiel und Rollenspieldesign raus, weil Rollenspieldesign, das Regeldesign ja auf genau dieses Spüren ausgelegt ist. Ja. Ne? Warum macht das Zweihandschwert mehr Schaden als das Einhandschwert, damit das Gefühl rauskommt? In einem Dungeon, der 1 Meter breit ist, mit einem Zweihänder Geräusch reden oder nicht? Das ist egal. Da gibt es eine Karte bei Munchkin oder so. Du klingst traumatisiert. Ja, weil du diese eine Karte bei Munchkin hat das für mich zusammengefasst irgendwie. Du diskutierst jetzt erstmal in 1,5 Stunden mit der Gruppe darum, ob es dir gelingt, dich in einem Dungeon 1 Meter breit ist mit einem 2-Händer-Schwert geräuschlos zu drehen. Das ist so realistisch. Gut, dann was spielen wir als nächstes? Das stellen wir gleich fest. Age of Rome oder RoboQuest. RoboQuest, das können wir spielen. Ja, How Dare You zum Runterkommen. Das können wir auch spielen. Das können wir einfach RoboQuest. Erstmal noch was Richtiges jetzt. Jetzt haben wir gerade ein kooperatives Party gespielt. Genau, das ist anders. Jetzt spielen wir so RoboQuest oder Age of Rome. Du willst aber auch den Spaß raus. Müssen wir Age of Rome, ist das zu viert so sinnvoll? Ja, das ist gerade sinnvoll, weil jeder seine Ecke hat. Und das geht genauso schnell wie zu dritt und zu zweit. Aber auch interessant, manche sagen wieder, also ich habe das Spiel gar nicht verstanden. Und ihr habt ja gemerkt, wie ich es euch erklärt habe, weil es wirklich schwierig zum Erklären ist sonst. Das hat ja nicht mal es wurde ja vom Verlag auf dem Pegasus Pressetag erklärt und alle meinten da so, hä? Ja, das übelste zu erklärende Partyspiel für mich ist immer noch die Krypto. Ja, Krypto, der Krypto ist also pass auf, jedes Mal fange ich neu an und versuche, die Krypto ist mittlerweile bei ist eines der geilsten Boardgame-Spiele, aber auch als schwierigsten zu erklären. Top 100 Boardgame-Spiele, vollkommen zurecht. Wir sind gleich wieder da, macht's gut. Tschüss. Ciao.